Bam, wir sind live. So, herzlich willkommen an den Silvan, der mich mal wieder im Skype begleitet. Die Yassi, die schon in Twitch Hi, wartet. Leute. Der Silvan, der hoffentlich ein Auge auf Hitbox hat. Schon da. Schon. Ich esse noch ein klein bisschen Joghurt nebenher. Bevor du was sagst, war ich schon da. Lasst euch nicht ablenken, genau. Ich weiß auch nicht. Unhosted habe ich auch. Ich hab's dir ja schon erzählt, aber seit Mona gesagt, es ist auf Hitbox. Jedes Mal, wenn ich jetzt mit dir rede und du sagst streamen, dann kommt mir Hitbox in den Sinn, weil ich irgendwie, wenn ich mit dir rede, auch ein bisschen an Mona denke und so weiter. Supi. Ja, alles Mona. Ich schreibe jetzt nur ganz kurz noch auf Facebook, dass ich jetzt online bin. Stream auf Twitch.tv/MetaUnion ist jetzt online. Heute gibt es eine Runde. Hashtag Minecraft. Ich hab keine Spaß Lust, all denen, die zuschauen. Oh, Rinse-Smiley Post. Ruhe jetzt da. Kennt ihr aber CS in Minecraft? Aber das war schlecht. Das hast du selbst gesagt. Ist mir egal, ich will jetzt CS spielen. Morgen so. Ist Ranked. Ja, morgen gibt's ein Ranked und wir werden eiskalt verkacken. Aber whatever. Du hast jetzt ein Bi-Script, jetzt fühlt dich cool. Damn, jetzt bin ich so strong. Okay. Das war immer so unsere Ausrede für: Wir haben ein Bi-Script, wir sind gut. Wir müssen gut sein, wir haben uns extra ein Bi-Script gemacht. Muss so sein. Silvan, möchtest du heute ein bisschen auf dem Meta-Union-Server spielen? Habe ich eigentlich vorgehabt, aber du bist ja normalerweise immer kein so ein Survival-Fan. Ich weiß ja nicht. Und ich habe heute ein bisschen Kopf, ich weiß gar nicht warum. Drum. Aber mein Kopf ist heute Nein, irgendwie. Nein, wegen Didos. Hör mir auf, ey. Du musst wissen, heute habe ich sehr viel Scheiße. Ich hatte heute Schule. Ich auch. Ja, du hast schon die ganze Woche Schule. Du bist es gewöhnt, wenn ich Berufsschule habe, dann labe ich nur noch Scheiß. Na, scheiße. Ich hatte heute so einen Vortrag. Aber ich kann den euch später noch erzählen, wie der Vortrag gelaufen ist. Das war voll witzig. Ah. Also. Außer M und O, es war das nicht viel sonst. Yassi hat, glaub, den Link zum Giveaway. Julia hat gerade geschrieben, habe ich richtig gelesen, unter dem Stream steht Giveaways? Ja, wir geben Assassin's Creed 3. Hat Silvan noch eine Gratiskopie? Und oder ich sowas? Wollte eigentlich heute noch das CSGO-Teil mal starten, damit das mindestens auf nächste Woche dann die Leute auch haben, damit er auch mitspielen kann, die Person. Aber ich starte das, also wenn es sich nicht stört natürlich. Weil das eigentlich wollten wir das Assassin's Creed heute abschließen. Ja, mal gucken. Wir haben wir eine Person, die mitmacht, hallo? Ja eben, dann ich will das CS auch ein bisschen einfach gestalten, so einfach. Ja, schon, aber wir können das jetzige ja noch ein bisschen laufen lassen. Oder nicht? Ich meine, wir müssen es ja nicht sofort beenden. Wenn wir eh nur einen Teilnehmer haben. Ja. Ja. Julia meint, sie checkt's nicht. Du musst ein Bild zeichnen von mir und Silvan als Assassinen. Und uns das Bild zukommen lassen, dann bist du automatisch Teilnehmer des Giveaways und du wirst dann zufällig gezogen, sofern das Bild natürlich gut genug ist, also es sollten nicht nur Strichmännchen sein. Dann kommst du quasi in den Topf der Leute, die gezogen werden und dann wird zufällig eine Person gezogen und die kriegt dann den Key dafür. Ja. Boris, weißt du, was mir vorhin noch gesagt wurde, was mir auch aufgefallen ist? Und weißt du, was wir in unserer Taverne vergessen haben? Den Rum. Den Rum? Das Rum? Ja, das war früher auch voll so ein alkoholisches Getränk, das mir total. Damn, stimmt, ja, ja. Was möchtest du denn jetzt machen, Silvan? Ich habe gesagt, eventuell will ich Survival spielen, aber da du immer kein so ein Fan davon bist und ich dich dann ausschließe, ist ein bisschen kacke. Ich spiel nur, ich spreche schon gerne einfach ein bisschen mit, stört mich nicht. Ich bin nicht. Vorher bin ich im Vanish. Ich bin gar nicht im Vanish. Ich slash V mach, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich draußen. Mit /list kann man normalerweise sehen, ob du Vanish bist oder nicht. Oh, wir haben einen Report. Oh, den hab ich gerade mal angeschaut. Wer hat den Report? Tim wurde reported von Henker. Oh, nicht. Bobbing? 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 Also Bobbing? Das ist nicht mal ein deutsches Wort. Doch. Wer hat denn eigentlich diese Beacons zum Mitnehmen hier hergestellt, die
die ein Ding um sich rum haben, eine Barrier. Das ist mein Troll. Ein Troll, den ich jetzt eiskalt verraten habe. Okay. Das ist, glaub, bei Yassi, kann das sein? Ja. Okay. Da noch von vorm Kleid. Ja, es muss so aussehen, als würde sie sie verschenken. Julia schreit übrigens nach dir, Mona. Du sollst ins Bild kommen! Brudi, was ist Bobbing? Bobbing ist. Ich hab null. Doch, Bobbing ist, dass der Arm wackelt in Minecraft. Das nennt sich Bobbing. Das no way! Doch, laut den Optionen. Woher weiß? Schon. Wenn du Bobbing hast. Und was macht das? Das wackelnde Arme? Nee, dein Arm, deine rechte, der wackelt ja beim Laufen. So, hier links, rechts. Das kannst du abschalten. Das nennt man, das ist das Bobbing. Das heißt Bobby. Was, das kann ich in den Optionen? Und was? Das wo ist, kann ich das ausschalten? Videosettings. Hä, ich hab glaub noch nie gecheckt, was der. View Bobbing. View Bobbing, genau da. Hier steht noch more realistic movement. When using Mipmap, ja, set it off. Dann siehst du, dass dein Arm nicht mehr wackelt rechts. Ach, dieser Arm! Ach, ja. Mein eigener Arm! Ja! Ah, jetzt! Also mein eigener Arm hier wackelt dann, also er wackelt, also es kommt zumindest ein bisschen so vor, aber wenn ich es wieder anmache, dann macht er so links-rechts Bewegung beim Laufen. Stimmt! Ach, beim Laufen! Oh Gott! Und das kann ich an und warum denn? Weil das braucht... No comment. Macht das Spiel ein bisschen flüssiger, wenn es laggt. Kann man das ausschalten? Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist ich verstehe die Welt nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall schaut Tobias noch zu und Rocky und Brudi habe ich vorhin, glaube ich, schon mal vorgelesen. Kotzkuchen, Hi Clasher. Oh Gott. Hallo euch allen Leuten. Und Julia, man kann immer noch Assassin's Creed 3 gewinnen beim Giveaway. Assassin's Creed 3. Ist das so schwer? Mann. Und Mona muss, glaube ich, noch ein bisschen viel Mathe lernen, deswegen hat sie leider keine Zeit, ins Bild zu kommen. Zumindest vorerst mal nicht. Aber was spielen wir denn jetzt? Ich kann gerade im Also, wenn ich alleine Survival spiele, finde ich das ein bisschen blöd. Also, ich spiele sicher nicht mit. Also, tut mir leid, aber ich. Das habe ich mir schon gedacht, ja. Ja, ist halt ein bisschen langweilig. Hast du da eine andere Option als Vorschlag? Ja. Komm hier nicht mit CSGO! CSS? Idiot! Ich will jetzt CS spielen! Das interessiert mich jetzt Scheißdreck, was du möchtest! Aufkommen! Sag! Okay, warte. Möchtest du irgendwas spielen? Ja, ich suche jetzt ein CS in Minecraft. Oh, Julia hat Assassin's Creed 3 schon. Ja, dann warte ein bisschen, wir starten bald einen CSGO-Wettbewerb. Das habe ich nämlich auch noch zu verschenken. Na, warum eigentlich? Ich hätte sogar noch zwei Kopien von. Weil. Es gab mal so eine Woche, da hattest du im CS selber so die Chance, wenn du so Aufträge legst, zum Beispiel, mache 50 Kills mit der MP, mache das und das, wenn du da 5 immer davon gemacht hast, hast du irgendwas bekommen und ich habe halt da ein paar CSGO-Kopien bekommen. Weil LOL! Ich alle gemacht habe aktuell noch 2, hatte irgendwie 5. Okay. Habe aktuell noch 2 davon. Eine Crazy Schenke. Games, lass dir mal den Link von Yassi schicken. Sorry, was? Ja, nur habe ich Rosa gesprochen. Wenn sie mal jemals Team hat, darf sie die haben. Ah, ja, so okay. CS-Fans. Julia will Minecraft. Minecraft-Keys zu kriegen einfach so ist nicht so einfach. Aber jetzt, wolltest du immer noch vorschlagen, was du spielen willst, Silvan, glaub. Das. Ja, abgesehen von CS. Oh, warte. Rocky ist auf Hitbox. Hi, Rocky. Und God of Noobs. Hallo, God of Noobs. Willkommen zum Stream. So, jetzt überlegen. Überleg mal hart. Ganz stark überlegt. Bei mir laggt's, weil am Spawn ziemlich übel, ey. Wenn ich schau. Dann macht das Bobbing aus, dann laggt's. Ich habe in Anführungsstrichen nur teilweise 24 FPS oder sowas. Hier ist echt richtig schlimm. Also irgendwie müssen wir den mal ein bisschen optimieren. Das nervt mich ein bisschen. Kannst du Lady Ellie und mich zwischen 20 und 21 Uhr mal verheiraten? Das hatte ich auch noch vor. Alf und Lady Ellie verheiraten. Okay, dann lass uns jetzt einen Altar bauen. Weil mir fällt gerade nichts Schlaues ein. Nee, wir haben, glaube ich, schon eine Kirche. Soweit ich weiß. Wir haben mehrere Kirchen. Ich weiß nicht, in welche Kirche sie verheiratet werden wollen.
Oh oh, Kotzkuchen weiß, ich habe X-Ray drin, richtig böse. Warte. Stimmt tatsächlich, ich habe den so eingerichtet, dass ich nur Kisten sehen kann. Was denn? Oh shit! Mona hat ihre Schminke vergessen, jetzt muss sie morgen ungeschminkt in die Schule. Oh! Mitleid für Mona bitte, von allen Mädchen mindestens. Okay, warte, ich gebe ihr eine Dose Mitleid. Psch! Oh. So. Oh oh. Aber jetzt sieht's aus, als Bettchen und Kotzkuchen, ich habe X-Ray auch unter anderem, dass ich unterirdisch was sehe, weil dieses X-Ray gleichzeitig noch. Ich gehe mal slash spawn. Bei Silvans Dingens unterirdisch sieht man es ganz gut. Gebt mir mal einen Kompass. Kann ich rumteleporten. Sie hat ihren Mascara dabei. Ich glaube, die Welt ist gerettet. Oh shit. Gott! Silvan, wie komme ich denn zu deinem Ding runter? Geschlossen. Warum ist dein Ding geschlossen? Weil ich das noch jetzt in die neuen Spawn versetzen will, bevor ich da. Weil, wenn ich jetzt noch mehr Leute habe, habe ich das Problem, dass ich immer mehr Leute am Alten habe und die immer mehr verschieben muss. Okay. Aber das mache ich dann irgendwann am Wochenende, dann nach Wochenende. Und das X-Ray habe ich vor allem zu weiteren Administrationszwecken, dass ich halt hier Helligkeit an- und ausschalten kann. Dass ich unterirdisch nicht immer ein Ding mir nehmen muss, ein Trank, sondern einfach zack. Aber ich benutze es ja nicht, wird man ja im Stream direkt sehen. Ich meine, ich bin irgendwo so, sehe kein Stück, klick, oh, Licht ist angegangen. Ich habe das Licht angeschalten. First okay. Game, ich hab voll, CSGO, da hab ich noch ein paar CSGO. Oh Mona, was machst du denn du und CSGO? Siehst du alle mal CSGO? Ich will CSGO. Okay. Ich hab ne Idee. Ja! CSGO. I hear you! Sag jetzt was Gescheites, du Bob. Was ist du Bobby. Was Gescheites, es ist sogar Bobby. Ich wackel doch nicht. Jetzt hab ich's vergessen. Upwaschen! Nein, sag mir jetzt. Ich hab keinen Plan. Du hast keinen Plan. Schlecht. Ich bin für Minecraft Minigames. Okay, und was für Minifucking-Games? Halt sie. Warum bin ich nicht gesprintet? Oder Splag oder irgendwas einfach auf Hive, weil Hive immer gut funktioniert. Auf Hive, okay. Hive ist sehr zuverlässig, das stimmt. Dann machen wir Hive. Mein wir zocken so. Mal vorerst auf Hive. Ja, Kotzkuchen meint, das ist illegal, X-Ray zu benutzen. Ist schon richtig, ich weiß. Ein X-Ray-Mod zu haben, ist eigentlich schon ein Grund, auf einem Server gebannt zu werden. Ich weiß. Ich brauch's aber zu Administrationszwecken, deswegen habe ich da keinen Bock. Ganz kurz, wir sind Admins, wir scheißen auf sowas. Okay. Ist so, ein Admin hat eben recht. Das ist eben eigentlich. Ich meine, die Regel klingt gemein, aber es ist eben schon so, wenn halt ein Admin sagt. Ja, ich meine, das hier ist halt Hive zum Beispiel, ist ja nicht mein Server. X-Ray ist nicht erlaubt. Aber ich meine, was bringt mir denn X-Ray hier viel? Vielleicht allerhöchstens in Survival-Games, dass ich Kisten sehe. Vor allem, weil ich es eingestellt habe, dass ich nur Kisten sehe. Was eigentlich aber dazu da ist, um versteckte Kisten in der Welt zu finden. Wenn so, irgendjemand versucht... CSGO. Das verstecken. Ruhe jetzt! Wir spielen jetzt! Was hast du gesagt? Mit Splag! Irgendwas auf Hive. Was ich bin. Splag! Ja, Splagius! Oder? Splagius Maximus! Half, nein, kein X-Ray Texture Pack. Aber whatever. Wir spielen jetzt auf hivemc.eu. Schau, Rocky hat einen Straw Poll gemacht. Counter-Strike Global Offensive. Vote. Als ob's mich juckt. Schon zwei Votes für CSGO. Was für Optionen gibt's denn? CSGO und nicht CSGO? Ja. Also es gibt CSGO und CSGO und CSGO. Wie beginnst du bei? Der Aufseher oder der Aufseher? So, genau. Ja, das war die beste. Voll der Kommunismus da. Ich bin auf, glaube ich, 40 übrigens gerade reingegangen. Splag. Ja. Immer noch. Splagius Maximus. Gina ist... ich meine, Nami ist da. Hallo, Nami. Ist 40. Ganz rechts unten. Einfach das Heim. Ganz rechts unten, ganz weit weg. Dracul ist da. Der ja früher mal Mr. Moore hieß, glaube ich. Muss ich mal kurz fragen. Was sonst noch was? Achso, alle wollen CSGO. Ja, es war
wir spielen das einfach zu wenig. CSGO. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich muss den Montag-Stream vorerst mal zum CSGO-Stream umwandeln. Dann haben wir im Moment leider nur zwei Spiele, aber ich meine. Aber CSGO ist einfach so ein geiles Spiel. Ja, CSGO ist so geil, das stimmt schon. Es ist für mich macht mega Laune. Der beste Multiplayer-Shooter aktuell, den es gibt. Kein Battlefield, kein. Ja, ohne Spaß. Kommt ist so. Ist so. Ran. Nee. Und CSGO ist auch auf Twitch mega groß. Ja, ja. Das ich glaube irgendwie drittgrößter Stream. Ja, vor also von den Spielen her. E-Sports, weil es halt ein E-Sport. Ja, ja, natürlich. Ja. Und wenn das halt ist, dann ist vor allem CSGO voll, Alter. Ja. Das ist abnormal. Es ist halt auch einfach. Das Balancing ist halt dazwischen den Waffen so gut. Und macht es gleich zum Besten gut. Sieht das aus wie ein Haken? Parkour geschafft? Aha. Wie male ich denn einen Haken in Minecraft? So? Ich überlege gerade. Oh, das Lied, das jetzt läuft, kenne ich. Das finde ich cool. Wie heißt denn das? Aerochord. Warte. Boundless. Muss ich mir gleich in meine Liste aufnehmen, die ich runterlade irgendwann mal noch. So. Aerochord Boundless. Oh, das machst du okay. Den, oder? Der sieht doch gut aus. Say what? Ich habe einen Minecraft. Wo hast du den rauskopiert? Nirgends. Ah, ich darf sie nicht zweimal hintereinander schreiben. Nachher oh. Was. Ja, blockt, kack, scheiß da. Kack. Jetzt bist du am Arsch. Also gut. Der nächste Montag-Stream wird auf jeden Fall ein CSGO-Stream. Okay? Alle happy? Nein. Alles klar. Heute muss CS. Also das ist abwechselnd jetzt immer zwei Minecraft und zwei CSGO. Wie schön ich das darstelle mit meinen Fingern. Like a Krüppel. Oh, da bin ich auch angemalt. Aber die Leute haben auch alle Zeit zu joinen, weil es sich gerade echt nicht allzu schnell füllt. Also von daher. Chili Mili. Und wir warten. Ja, wir warten. Ja, wir warten. Ja. The Royal This Isn't Love. Muss ich mir mal zu. Keine Ahnung, so eine Liste. Eventuell. The Royal This Isn't Love hieß das, glaub ich. Oh. Hör ich mir dann mal an bei Gelegenheit, was ganz irgendwann so ist. Zu viel Gewalt, zu viel Flüche. Oh, Isabelle hat mir gestern geschrieben, dass ihre Mutter sich beschwert hat darüber, dass ich so rumfluch. Weil ich gestern den CS zum Schluss ja noch voll abgegangen bin. Damn. Ja, ich weiß schon. Ich kann das immer nicht unterdrücken. Wenn ich da immer so voll drin bin, dann muss ich mich immer aufregen. Ach so, Leute, Mann. Falls euch jemand interessiert, ich habe gestern ein übelst gutes Noob-Guide, also Tutorials für CSGO gefunden. Also falls jemand von euch Interesse hat, ein bisschen CSGO zu lernen, ich kann euch sonst mal den YouTube-Link dann schicken. Ja, yes, yeah. Die hat schon. Der habe ich gestern mit dir geschickt. Aber vielleicht ein Rocky noch. Der stimmt. Minecreator hat recht. In der Türkei ist Minecraft, glaube mittlerweile verboten, weil es zu viel Gewalt hat oder sowas. Das habe ich irgendwo in Reddit gelesen. Das scheint tatsächlich wahr. Oder sie haben auf jeden Fall debattiert darüber. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall mal im Raum stand. Aber scheinbar stimmt es tatsächlich, weil er sagt, er hat es von einem Kumpel gehört. Absolut abnormal. Minecraft, ich meine, Hä? Die zocken wahrscheinlich den ganzen Tag Battlefield und COD oder GTA 5, was weiß ich. Aber hey, lass mal Minecraft verbieten, viel zu viel Gewalt. Ja, Dracul meint in Holland erlaubt. Muss ich jetzt wieder klug scheißern und sagen, dass Holland eigentlich bloß ein Teil von den Niederlanden ist. Hashtag Schlaumeier Mode on. Oh Gott, that map though. Ja, ist klar, dass ich direkt runter. Oh Gott. Das war ja nicht ausweichbar, da runterzufallen, wa? Ja. Da steht einfach jemand AFK rum. Oh, le Power Up! I has the Invisible Man Power Up. Schidius. Oh, diese Hall leckt voll. Oh, Power Up! There is Power Ups everywhere. Okay, jetzt ist es schon wieder weg. Da ist noch eins.
Das ist. Nein, mein Creator steht direkt davor. Weißt God du, bei CS ist halt auch einfach das Teil. Battlefield und COD machen jedes Jahr den gleichen Fehler. Sie haben einfach verkapptes Waffenbalancing. Es gibt immer eine OP-Waffe. Bei CS gibt es einfach immer gleich viele Waffen. Ja, schon. Aber das Balancing stimmt halt einfach. Ja. Sie arbeiten ja immer wieder neu daran. Nee. Also. Das haben sie einmal gemacht und müssen es ja nie wieder ändern. Also? Okay. Wusste ich nicht. Was sie aktuell so machen. Tot? Schon? Ja, bin auch gerade ganz durchgefahren. Dammit. Oh oh. Oh mein Gott! Ich werde beschossen! Ich bin unter Beschuss. Help! Rocky und the Mind Creator stehen beide noch hier oben mit mir. Oh fuck. Fuck! Alter. Oh, 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 oh. OMFG! Oh, genius me. Lol. Ach, da wäre noch eine Platte. Mist. Die habe ich wohl verpasst, wa? Der Mind-Creator merkt halt nicht, dass ich ihn gerade abgeschossen habe. Oh, GG. Er spammt nur noch Asam, Asam! Ah, oh, lol. Mann, wie viele leben noch? 4 Leute? Okay. Aber es ist schon, bevor du seinen Entscheid mehr erzählst, zu spielen, ist schon. Es war gut, ein Entscheid. Es war nicht. Ich hab. Ja. Ich hab's jetzt mal für nächsten Montag festgelegt. Ich sehe ja dann, wie viel Spaß es macht und ob wir es so belassen. Aber ich denke schon, dass es eine ganz gute Idee ist. Hallo, vor allem, weil es halt viele, viele Leute gucken einfach. CSGO, alles auf Minecraft. Also ich sage jetzt mal, CSGO ist eine größere auf Twitch eine größere Fanbase als Minecraft, weil Minecraft mehr YouTube passiert. Ja, ja. Aber CS ist da, weil CS schaust du dir einmal an und dann ist es vorbei, das willst du nicht wieder gucken. Minecraft kann man vielleicht noch 2-3 Mal gucken. Dann so ein Turnier schaust du dir einmal an und dann hast du es gesehen, wer gewonnen hat, hat gewonnen. Das musst du nicht noch nachgucken und so. Ich werde hier bis mehr. Oh, jetzt ist jemand runtergefallen. GG. Oh lol! What the fuck geht da oben ab? Auf jeden Fall leben noch 4 Leute und ich bin einer davon. Und darauf bin ich überstolz. Ich mach das sehr gut. Aha, stimmt. Conqueror hates bei Minecraft Facts gesagt. Aha, Conqueror hat es bei Minecraft Facts gesagt. Und ja, sagt Silvan, wieso soll ich lernen CSGO spielen, wenn ich es nicht hab? Haha, du kannst es bald gewinnen. Wer hat es geschrieben? Julia. Ah, okay. OMG. Oh, Jan Molt. Servus, spiel bitte PvP auf dem Gomme-Server. Oh je. Ja, Yassi sagt schon, ich mag gar keinen Gomme. Ich bin da echt meist dazu. Shit. GG. Abgeneigt, weil da dieses Premium-System und Rauswerfsystem nicht so optimal ist, meiner Meinung nach. Ja. Aber, ja. Da wird man immer random rausgeworfen. Auf Hive hat man den Vorteil, dass es langsamer geht halt einfach. Oder, nee, das ist in Reihenfolge. Wer zuletzt gejoint ist, wird zuerst geworfen. Wer zuerst gejoint ist, wird zuletzt geworfen. Und dann, wenn man halt eine Party hat und einer nur Premium hat, dann werden die Leute auch zufällig rausgeworfen. Dann wird deine Party wieder auseinandergerissen und alles ist scheiße. Da spiele ich lieber auf Funville oder hier auf Hive, wie gesagt. Oder auf Craft Games, keine Ahnung. Was sich halt gerade anbietet. Ja. Ja, ja. So ist das. Ich glaube, heute war irgendwas in der Schule und ich wollte es erzählen, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht. Hat heute einen Vortrag. Ah ja, ich hätte. Ah, genau. Ich hätte auch eventuell einen Vortrag machen müssen, auf den ich. Naja, so, geht schon, vorbereitet bin. Ah, noch jemand, der auf die Gamescom kommt, zum Real-Life-Treffen. Der Dracul, beziehungsweise Mr. Moore. Geil, geil. Freut mich auf jeden Fall. Ich finde es super cool, dass ich die ganzen Leute mal kennenlernen kann. Jesus Christ. Lukas schreibt gerade Nabend MC EZPE. Willkommen auf jeden Fall den Neuankömmlingen im Stream. Falls ihr Fragen habt oder sowas, schreibt Hashtag FragFolas und dann eure Message. Dann lese ich sie vor, weil sie dann farbig bei mir markiert wird. Nami hat noch geschrieben, lass es dir schmecken. Das mache ich auf jeden Fall.
Heißt sonst noch was? Na, Bernd, ich komm auch gleich. Blutsbrudi. Norm Alrighty. Ist weg. Da ist nicht Gong. Da noch nicht. Wollte ich noch was sagen? Einmal ein neuer Follower von Heful LP. Lass mich kurz runteressen. Heful LP, willkommen in der Metazone und Dankeschön für diesen Follow. Wer sonst noch Lust hat, dürft ihr gern auf das kleine Herzchen drücken. Ha. Gehen wir wieder auf 40? Nochmal eine Runde? Jojo. Eine noch? Geht noch. Geht. Ich schreib's nochmal in den Chat. So viel zu labern und nebenher zu essen. Ich spuck da immer voll viel und dann, keine Ahnung, hat man so viel Speichel im Mund. Das ist richtig nervig. Und Chrissy hat ja jetzt angemeldet, dass sie auf Gamescom kommt. Hab gestern gelesen, ja. So geil. Auch wenn es nur ein Tag ist, aber egal. Es geht ja hauptsächlich eh nur ums Treffen. Ja. Ja. Mir ist es relativ egal, wer da kommt. Hi Clasher fragt, ob wir einen Server nicht spielen wird. Ich mach das vorher nicht fest. Ich mach auch nicht fest, welche Spiele ich spiele. Wir spielen immer das, worauf wir gerade Lust haben. Und ich und Silvan bereden das dann und lassen es euch dann wissen, was wir spielen. Ich glaube. Ich schreib mal, Moment. SofL311 hat auch gefollowed. Willkommen in der Metazone. Danke schön für diesen Follow. Blutsbrudi schreibt, Hashtag Anfolas Chrissy kommt, Fragezeichen. Ja, hat sie gesagt, hat sie... Gestern hat sie es gesagt. Zugesagt bekommen von ihren Eltern. Also, einen Tag, aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, also kommt sie... Kauft sie sich ein Gamescom-Ticket oder kommt sie einfach dahin? Das ist, für mich ist das ein Unterschied. Ach so, habe ich nicht gefragt. Hat sie auch nicht gesagt? Ach, dammit. Weil ich weiß ja so nicht... So genau weiß ich es nicht. Nur wenn sie dahin kommt, um vielleicht nur uns zu treffen, ist das so... Ich meine, oder kauft sie sich halt wirklich noch das Ticket dazu? Ich weiß halt nicht, ob sie halt auch noch daran denkt. Ja, das wäre ganz gut. Ich schreib's ihr vielleicht mal im WhatsApp oder wenn sie da ist. Hast du Videos auf YouTube? Ja, soziale Netzwerke und alles steht da drüben. Wer du sagst es. Links oben im Stream findet ihr soziale Netzwerke, YouTube und Facebook und alles, was ihr wollt. Wenn ich was sag ich? Aha, dass ich die YouTube-Videos nicht mehr mache und. Ach so. Einfach mich wieder. Ja, in letzter Zeit ist keine Zeit, um YouTube-Videos zu machen. Das letzte ist schon ein paar Monate her. Bisher haben wir es benutzt, um unsere Videos zu archivieren, aber momentan, wie gesagt, zeitlich nicht möglich. Eventuell suche ich mir mal jemanden, der das noch in die Hand nimmt. Und wir vergessen es einfach, was niemand interessiert. Komischerweise fragen die Leute aber immer, ne? Ja, das stimmt. Aber ich ehrlich gesagt, wenn ich so die Aufrufe. Manche Leute haben ja auch schon. Manche haben ja. Ja, natürlich haben die nicht so viel Aufrufe, wenn man nur 30 Videos oder so hat. Auf jeden Fall. Ja. Haben ja einige schon gesagt, dass sie auch von YouTube gekommen sind. Von daher wird es sich schon lohnen, das ein bisschen aufzubauen. Wenn ich es irgendwann mal jemandem beibringen kann, zum Beispiel meinem Bruder oder meiner Freundin oder vielleicht irgendjemandem aus dem Stream, dem ich halbwegs vertrauen kann. Du hast eine Freundin. Hey, die ist sogar hier. Irgendwo im Haus. So, nicht irgendwo. Hier bei mir, aber im Haus. So unter dem Teppich. Was für ein Wandschrank eingesperrt. Da halt eine Kammer da unten. Genau. In mein kleines Kämmerchen habe ich sie eingesperrt. Ja. Verwahrung von Freundin. Tobias fragt noch, Hashtag fragt Folas, wie geht's heute und kannst du auf deinen Server kommen? Nachher? Ja. Isabel meint noch, haha, können wir uns nächstes Jahr treffen, also auf der Gamescom, habe ich doch schon gesagt. Ja, klar. Ich gehe ab sofort immer auf die Gamescom. Weil Gamescom ist awesome geil. Ich lieb's da zu sein. Also vor allem die paar Tage. Man kann einfach chillen. Es ist wie so eine Mischung aus keine Ahnung, Gaming, Hardware-Zeug, Anglotzen, Freizeit, gemischt so mit Urlaub. Keine Ahnung, man campt halt irgendwo, chillt, kauft sich am Morgen irgendwo beim Bäcker die Straße runter, was zum Essen. Und dann isst man da auf dem Campingplatz und dann chillt man sich in die Gamescom. Da isst man dann auch, guckt die Sachen an, stellt sich irgendwo für Games an und kann halt zocken. Ist einfach geil. Ich meine, ja. Und saufen. Auch wenn ich bisher noch nicht so viel gesoffen habe auf der Gamescom.
aber es gibt's eh. Ja, ja. Wird schon so sein. Dieses Jahr. Und vor allem, ich sage jetzt mal so, es ist ja in Köln und Köln wird sicher irgendwo auch irgendwelche Bars haben, sonst also sicher nicht so. Ja, ja, na klar. Logisch. Wir sind auch alle wahrscheinlich schon darauf vorbereitet, die wissen ja, dass Gamescom ist. Letztes Jahr waren wir, sogar einen Tag früher dran oder zumindest einen halben Tag und haben uns da ein Ding angeguckt. Was war denn das? Was kommt denn da raus? Metal Gear Solid? Neuer Teil? Ja, der. Oder wie hieß denn das Spiel? Gell? Der wird da angekündigt, da waren wir live dabei. Ground Zeroes heißt der, glaub's. Kann sein. Ich weiß es nicht mehr so genau. Gut möglich auf jeden Fall. Mein Creator schießt schon wieder nur auf mich! Easy Bitch! That Bitch! Bitch! Die Games kommen. Ich bin ja das erste Mal da, also wer sich auch denkt, das ist das erste Mal da, muss er sich dann nicht so fühlen. Ich war auch noch nie da. Ihr seid nicht die Ersten, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Gamescom seid. Da gibt's noch mehr Leute, denen das so geht. Klar, da gibt's immer wieder irgendwelche. Ja, schon. Das Anstehen war vorletztes Jahr richtig, richtig anstrengend. Wir haben ewig angestanden und irgendwann sind wir dann reingekommen. Für welche Spiele? Letztes Jahr. Nee, allgemein. In die Gamescom rein überhaupt, am ersten Tag. War richtig stressig, wir sind ewig angestanden und dann irgendwann, da war so ein riesen Mob an Menschen, die gewartet haben. Und dann sind die so ganz langsam reingekommen, keine Ahnung, es hat ewig gedauert. Oder wir waren einfach auch ein bisschen verplant, kann auch gut sein. Weil wir zum ersten Mal da waren. Und auf jeden Fall, dann letztes Jahr war es nicht so schlimm. Aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen später erst. Ja, vor allem, weißt du, du hörst ja immer das so von Games, also so von Game-Magazinen und so, von GameStop und so. Die Frage, die stehen immer, bevor sie Gamescom öffnet, ganz vorne und fragen halt so die Leute, welches Game sie gehen. Mhm. Es ist immer fast das gleiche. Und zwar? Ja, Call of Duty? Ja. Es heißt immer Call of Duty. Ich hab ein Bild gesehen bei Call of Duty. Ich war letztes Jahr nicht einmal bei. Ich geh da auch nie hin, weil es war. Vorletztes Jahr waren wir drin, einfach nur so, weil wir Zeit noch hatten. Aber letztes Jahr haben wir gesagt, nee, da machst du. Da gibt's so eine Warteschlange, da gibt's so eine Schilder, wie lange es geht zum Bild. Da steht so 4 Stunden Wartezeit. Boah, das ist über. Alter, wir wollten für Oculus Rift vorletztes Jahr gar kein Problem. Super easy. Angestellt, halbe Stunde waren wir dran. Gar kein Problem. Dieses Jahr ein riesiger Stand von Oculus Rift. Aha. Und Junge, wir sind irgendwie nach einer Stunde oder so, nachdem die Gamescom offen war, sind wir dahin, wollten uns anstellen, die haben schon die Leute abgewiesen, haben schon gesagt, dauert über 8 Stunden, wir machen vorher zu, bevor die letzten hier reinkommen. Ja. Uns ist die Kinnlade runter, und wir so, what? Ja, das kann war, nicht wahr sein. Das genau, das habe ich auch gesehen. Und bei Call of Duty steht wirklich so 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden und dann steht so hinten dann nicht mehr anstehen, hier ab hier nicht mehr anstehen, weil es sind schon 8 Stunden, dann ist eh der Tag rum. Wer steht 8 Stunden für so einen Kack an? Richtig, ja. Bei Call of Duty kann ich es nicht verstehen, bei Oculus Rift schon ein bisschen, wenn man es noch nie auf hatte, aber da würde ich mir langsam überlegen, vorher eine zu kaufen, hey. Bevor ich da so lange handstehe. Also Vorlass, ich verstehe schon Call of Duty, das Kiddie-Spiel des Jahres. Ja. Jeder muss es haben, jeder muss es auf der Gamescom testen. Gehen wir mal ein bisschen Ding. Hide and Seek. Okay. Weil wir labern gerade so viel, ich kann mich null konzentrieren, obwohl ich trotzdem gewonnen habe gerade. Ich war voll verwirrt. Oh Gott, ich muss wieder auf eine Lobby warten, die neu startet. Ja und... Naja, ich bin richtig froh, dass ich kann keinen Ausgang. Der Zombie-Modus von Call of Duty ist geil. Der Rest ist scheiße. Auch der Singleplayer, naja, aber der Multiplayer ist scheiße. Also, Black Ops 2 habe ich nur für den Zombie-Modus gekauft. Mal so in der Sale habe ich es gekauft. Der ist richtig geil, so mit 4 Kumpels. Oh, jeder spammt gerade Hashtag an Folas. Ich lese gleich noch ein bisschen vor. Vorher suche ich mir kurz eine Lobby. Dann stehe ich da hin und beantworte noch Sachen. Ja, und. Vorher warte ich ganz kurz. Den würde ich auch mal gerne mit dir, aber du hast ja kein Call of Duty. Wobei das Call of Duty World at War kostet gerade aktuell, glaube ich, 20 oder so. Also irgendwann. Ja, ich will mir. Ah, da ist. Hide 4. Hide and Seek Lobby 4. Geht da schnell rein, wenn ihr mitspielen wollt. Und. Aber einfach Rechtsklick gedrückt halten. Sonst muss ich sagen, die Community von CS ist eigentlich relativ erwachsen. Also, wenn ich sie. Ja. Da hast du nur Kids, die rumschreien bei CS. Schon. Hast du sie. Relativ ab und zu mal, ja, so. Ja, halt sie absolut in Grenzen.
Vor allem, wenn du dann Ranked spielst, schon ein bisschen höher kommst, da spielen eh nur die Leute, die wirklich durchhalten. Ja, ja. Und es sind nun mal meist nicht die Jüngeren. Ich darum, bin drin übrigens. Ja, ich auch. Darum bin ich ganz froh eigentlich. CS ist so relativ ruhig. Also, ich habe gehört, dass CS Nexus da, dass CS für den östlichen Markt ist richtig scheiße. Es ist auch scheiße wie. Es ist so ein Zombie-CS, also da gibt's so halt, du musst so Waves überleben und alles. Okay. Darf ich jetzt ganz kurz ein bisschen was vorlesen aus dem Chat, Silvan, weil ich habe echt übel viel verpasst. Aha, das viel. Merkst du ganz kurz. Brudi, wenn er es nicht tut, schreib es mit Hashtag Anfolas, genau. Julia, reden wir doch über Raupen und nicht über die Gamescom. Warum denn? Du kommst doch auch dahin. Brudi Schmaluten, schreib einfach mit Hashtag Anfolas. Ja, richtig, da schreibt er. Er ist komische. Hallo Schmaluten, ich hab dich vorhin schon gelesen, aber noch nicht vorgelesen. Bist du Fan von Black Ops 2, Jan Molt? Ich bin allgemein kein so großer Fan von Call of Duty oder auch von... Wir müssen Blöcke raussuchen. Das wäre ich mal von Liebs. Ja, ich auch. Kerox Blaze hat noch ein Follow dagelassen. Willkommen in der Metazone und dankeschön für diesen Follow. Was war jetzt gerade? Schmalutten, genau, habe ich gehabt. Ah ja, genau, Call of Duty. Oder Battlefield. Battlefield habe ich schon ein bisschen gespielt, aber mittlerweile. Wenn dann halt CSGO. Ja. Wie gerade schon aktuell. Wenn. Beste Multiplayer-Shootings gibt. Ist meine Meinung, ich werde sie nicht ändern, weil es funktioniert, die Maps funktionieren, sie sind es gibt ein paar Maps, die ein bisschen verkackt sind, aber es sind die Community-Maps, die reingekommen sind. Also, Mann, steh du hin. Steh auf dich drauf. Dann das Waffenbalancing funktioniert, weil es halt einfach so wenig gibt, also es gibt halt die gleichen Waffen, die muss man nicht ändern, das Blending, das ist schon seit CS 1.6, glaubst du, ist das gleiche mit der AK, ist die Insta-Kopfschusswaffe, die AWP, einfach die stärkste Sniper, die Geschwindigkeiten blieben gleich, einzig was sich ein bisschen geändert hat eigentlich zu CSGO, zu CSS, ist die Grafik. Sie haben und vor allem, wer denkt jetzt... Ist auch gut so, ja. Warum auch was ändern, das ja schon mega geil ist. Und das Einzige, was sie einmal eingeführt haben, waren dann die Skins, wo man halt mit echt Geld bezahlt. Aber es ist kein Pay-to-Win, weil ob du jetzt einen Skin hast oder nicht, ist egal. Die Waffe macht immer gleich viel Damage. Sieht einfach geil aus, genau. Genau, es ist nur ein Aussehen und kein, also nur ein optisches Upgrade und kein spielerisches Upgrade. Darum ist es kein Pay-to-Win, auch wenn man sie noch mit echt Geld bezahlen muss. Wenn man das Spiel hat, kann man spielen und genauso gut sein wie einer, der viel teure Skins hat. Ja, sonst kann man eigentlich zu dem Spiel nicht mehr viel sagen. Ich finde die Grafik total in Ordnung. Ja, ich meine, es muss nicht so aufgedunsen sein, diese so mega Bombengrafik. Yeah. Es geht eh hauptsächlich ums Gameplay bei einem Spiel, schon immer. Ich meine, man kann heute noch 1.6 zocken. Ja. Warum auch nicht? Auf LANs oder sowas, ist super geil. Warum sollte ich das nicht machen? Jetzt kurz weiter im Text mal. Blues Brudi wurde voll schwindelig, er redet wahrscheinlich von der Oculus Rift. Ich hab's ja auch aufgehabt. Danach war mir ein bisschen schwindelig, war aber nicht so schlimm, muss ich zugeben. Und das Gefühl, während man die auf hatte, war geil. Ultra geil. Auf jeden Fall, als ob man da einfach drin wäre. Ist wirklich so. Richtig schön. Isabel meint, sie will unbedingt zur Konichi. Ist es auch irgend so eine Anime Convention oder so? Ich glaube, das vom Namen her sagen, hätte mir ja vorhin noch was geschrieben, wo mein Name gab es den war. Julia hat auf jeden Fall danach geschrieben, ich gehe ein bisschen chronologisch vor, warte. Ich gehe nur in Genf in der Automesse, frag Silvan, ob er auch schon dort mal war. Ja. Was alles, was du dazu sagen möchtest, ja? Ja, es hat eine Automesse, was will man damit sagen? Autos, geil, cool, schön. Wer auf Autos steht, bisschen cool. Alles klar. Brudi, ich komme nur wegen dir, weil der Rest mir zu stressig ist. Ach was, man darf das nicht so stressig sich machen. Ja, du musst da hin und dann einfach so, jo, wir gucken uns, ich bin auch, also bisher war ich halt mit meinem Bruder und einem Kumpel. Und dann wir sind immer zu dritt rumgelaufen und dann so, jo, schauen wir mal das an, nö, gerade keinen Bock, schauen wir uns lieber das an. Ja, alles klar, in Ordnung. Und dann läuft man da halt so ganz gechillt. Man hat ja auch 3 Tage oder 4 Tage, wie viele Tickets man halt kauft. Und ich finde, es ist absolut geil. Also ich mache mir Einzige, was ich machen will, wenn es geht, vielleicht auch mal ein CSGO-Turnier vorbei. Gibt es ja an der Gamescom 1. Vielleicht, wenn wir es hinkriegen.
vielleicht ein Autogramm von Nip noch holen. Sorry. Was jetzt mit so, also ein Autogramm von Nip. Mona war gerade hinter mir. Ja. Das ist meine Freundin. Eben, Nip ist ja da. Und wenn sie nicht möglich ist, von denen vielleicht ein Autogramm holen. Weil sie eben noch mein Lieblingsteam. Schmalutten meint, meine Freundin ist hübsch. Schatz, hast du das gehört? Du bist hübsch. Dankeschön. Sie hat Dankeschön gesagt, wenn man es nicht gehört hat. Wie lange geht der Stream noch? Jan, das wollte ich dir noch beantworten. Ich hoffe, du bist noch da. Bis 23 Uhr. Die Streams gehen immer 19 bis 23 Uhr. Sofern nicht außerhalb des Plans. Der Plan wäre von Sonntag bis Mittwoch. Also Sonntag, Montag. Ah ja, bevor das neue Assassin's Creed angekündigt wird, will ich das durchsehen. Ja, klar. Können wir hingehen. Oder wir teilen uns dann, wenn irgendwie eine Gruppe Bock hat auf das eine und die andere auf das andere, dann teilen wir uns halt und treffen uns halt irgendwo wieder. Mein. Sonst der Treffpunkt einfach beim Zeltplatz am Abend, oder? Ist dann am einfachsten sonst. Richtig. Und ansonsten hat man ja WhatsApp. Genau. Wobei ich nicht. Wegen Ausland. Keine Ahnung. Ich mal gucken, im Bad oder unten. Genau. Machst einen auf SpongeBob. Ich hab kein WhatsApp, nur dass du es weißt, weil. Irgendein Ausland. Ja, wir haben ja Threema. Achso, du hast gar kein Internet, warte. Ich hab gar kein Internet da. Ja, okay, aber du läufst ja immer mit irgendjemandem rum, der bestimmt Internet hat. Ja, und sonst, Notfall, ich hab eben noch 30 SMS gratis. Und sonst bezahle ich halt. So's. Läuft doch. Ah ja, apropos Handy, da hab ich heute was sehr Interessantes gelesen. Servus Marvin übrigens noch. Isabel beantwortet ganz kurz noch, Yakonichi ist so eine Art Anime- und Manga-Veranstaltung, die ich glaube drei Tage lang geht. Okay. Da wäre mein Bruder bestimmt auch gleich dabei. Genau, Handy-Abos wollte ich einfach mal, habe ich heute in der 20-Minuten-App, also Zeitung-App gelesen. Okay. Wir gehen nochmal halt 4, ne? Ja, war eigentlich interessant, Handy, aber ich weiß nicht, ob, also bei Orange hat ein Handyanbieter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. War es halt so, dass Mädchen unlimitiert Internet hatte. Also unlimitiert Telefonie und alles. Und dann hat die halt dem frisch verliebten Freund halt die ganze Nacht getelefoniert, also sie hat gepennt, beide, aber sie haben halt einen Anruf laufen lassen, warum auch immer. Aber das unlimitierte Abo war halt nicht unlimitiert, sondern 50 Stunden. Maximal. Nochmal was? Wie viel? 50 Stunden. Okay. Und das hast du natürlich schneller erreicht, wenn du eine ganze Nacht lang dein Telefon hast. Dann hat sie halt eine Handyrechnung von 1320 Franken bekommen, glaubst du? Okay. Und ja, ich finde halt einfach, wenn steht unlimitiert, muss es auch komplett unlimitiert sein. Also für mich ist ja, eine Angabe unlimitiert. Und Julia freut sich, dass du im Hintergrund sitzt. Genauso wie Brudi. Und Marvin, ich soll von Marvin dich grüßen, Silvan. Dich von Marvin, Marvin grüßen, so rum. Wer ist Marvin? Hi Marvin! Boba Marvin? Sagt dir das was? Nee. Nein? Vergiss es. Schatz, was ich? Mona will heute auch noch was spielen, oh. Ich weiß schon, was sie spielen will. Ja, ich weiß auch schon, was sie spielen will. Und dann muss ich wieder nach Mikro gucken, wie immer. Ja, Schatz, du darfst nachher noch Left 4 Dead spielen. Aber vorlass nur deine Bedingung, du ziehst auch ein Headset dann, und zwar ihr beide, weil ich will nicht, wenn du was sagst. Schatz, ich kann gerade nicht. Was ist Silvan? Ich will nicht, wenn du was sagst und kann ich dir nicht antworten, weil Mo das Headset dann hat und dann. Ja, ich weiß doch, aber wie will ich das machen? Ich habe kein zweites Headset und das ist mega ungeschickt. Du hast doch Handykopfhörer, dann steckst du die rein, kommst mit dem Handy ins Skype. Ja, aber dann sitze ich hier neben dran und dann hörst du mich doppelt. Was bin ich denn jetzt? Nee, nicht, sondern du sprichst nur das normale Mikro von deinem Dings. Ach so, meinst du? Also du bist einfach in Skype, dass du mich hörst. Also nicht, dass du sprichst über dein eigenes, sondern... Ja, okay, mach mal so. Einfach so. Mach mal so. Es ist halt so blöd, weißt du, dann sagst du was im Chat, dann könnte ich, und dann hast du halt eine Frage und ich könnte sie dir beantworten, geht aber nicht, weil ich mit Mona spreche und. Ja, I know that feel, bro. Aber, aber du sprichst, dann. Aber sie hört's, weißt du, das ist auch so. Ja, ja. Ich verstehe
versteckt. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Bist du auch ein Bookshelf? Ne, ich bin ein Beacon. Okay, vor mir hat sich gerade ein Bacon. Ich bin Deine Haare sehen schon gut aus, Schatz, soll ich dir von Julia aus sagen. Ach so, was? Nein. Doch, Mona. Mona, ach so, sag Mona, dass ihre Haare schon gut aussehen. Hab ich immer. Sie hat Spaß dran, ihre Haare zu kämmen. Retro-Gangster, schaut zu. Servus, grüß dich. Was war noch? Left 4 Dead? Alle freuen sich auf Left 4 Dead, okay. Monat auf nachher. Versprochen. Ich glaube, die Leute freuen sich nicht so sehr auf Left 4 Dead, sondern auf ein Action-Spiel. Das sondern auf Mona. Oder das. Und vielleicht auch auf ein bisschen, dass man ein bisschen Action kommt. Dann bin ich froh, dass wir ein bisschen mehr CS spielen. Oh shit! Hurensohn! Der CS ein bisschen mein Leben. Action bringt. Jan fragt gerade, kennst du Variox? Ja, schon. Klar. Ja. Der war ja am Anfang Zuschauer, hat dann auch seine eigenen Streams angefangen und mittlerweile sehe ich ihn hier nur noch ab und zu mal. Oh, dann haben wir noch einen Follow vom Tommy. Yeah. Dankeschön, Tommy. Willkommen auch dir natürlich in der Meta-Zone. Beehrt mich sehr, dass du jetzt mein offizieller Follower bist. Ich muss mal irgendwie ein bisschen variieren mit dem, was ich immer sag. Immer dieser Standardspruch. Willkommen in der Meta-Zone, danke für dein Follow. Bla. Follow, weißt du, was wir morgen auch mal spielen lassen müssen? CS. Das wäre so witzig, okay. So gemein, aber so witzig. Ja, das wäre definitiv witzig. Sylvan schlägt vor, dass du... Oh, hier läuft ein Flowerpot rum. What the fuck? Ich kann ihn nicht schlagen. Oder nur schwer. Dann mache ich, eins gegen sie und dann wird's noch witziger. Das mache ich immer gegen die, wir neu beginnen, weil es am besten zu trainieren ist, die Leute. Ja, stimmt wohl. Ist bestimmt noch irgendwo ein Bookshelf. Voll, du versprichst nie etwas deiner Freundin, die dichten immer irgendwas dazu. Was? Also dazu sage ich nichts. Das soll Mona beantworten. Mona! Oh Gott, ist er noch. Jetzt ruft sie den Lukas an und sagt, sie darf Left 4 Dead spielen. OMG. No comment. So, ein abgestaubt. Easy going. Mo ist auch wieder da. Folas verspricht nie etwas. Ach, das war das, okay. Frag Mona von mir, muss dein Freund immer die Leute beleidigen? Frag sie. Ja, Mona ist nicht besser, sagt sie gerade selbst. Man muss einfach nur seinem inneren Groll Freilauf lassen. So, fucking Scheißdreck! Kennt ihr das nicht? Wenn euch so richtig ankotzt und ihr einfach nur schreien wollt? Ja, kennt. Okay. So geht's mir und dann mache ich's auch einfach. Mona schreit gerne rum, wenn Leute zum Beispiel so in Zeichen die ganze Zeit nur Penis malen und sowas Zeug. Ah, okay. Ja, was ist schon vergessen? Ja. Okay. Ja, schon irgendwie. Sag Mona, dass ich liebe, sagt Brudi. Ich soll dir sagen, dass er liebt. Sie liebt auch. Noch zwei Flowerpots? Diese Kack-Flowerpots, ey. Immer. Immer das gleiche mit denen. Und in 1.8 ist es irgendwie verbuggt. Bei mir zeigt es jetzt zweimal zwei Flowerpots an. Dabei ist, glaubt, noch irgendwas anderes auch übrig. Und warum ist hier eigentlich ein Loch aus der Welt? Das ist da schon 100 Jahre und irgendwie wird's nicht gefixt. Oh, fake. That is fake. Ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn nicht mehr... Doch, jetzt. Geht doch. Teresalein. Seht ihr aus flüssig aus ohne Lex? Dann gehen wir auf Hitbox. Genau. Ausrufezeichen Hitbox, dann bekommst du den Link von Hitbox geschickt. Dave on Stream, warum steht da, ich liebe so und so in deinem Titel? Weil es aufmerksam macht auf mich, wenn die Leute nach genau diesen Leuten suchen. Und, weil ich die Leute tatsächlich cool finde, die aber da oben drin stehen im Titel. Sorry. Da steht auch Giveaway, auf Twitter kann man nachlesen, was das Giveaway ist. Shoutout, L hat ein Follow da gelassen. Willkommen in der Meta-Zone. Okay.
Ich glaube, jemand will mir sagen, ich soll dich umbringen, Silvan. Ich weiß nicht, da war gerade so ein komischer Follow, der sich Folas Kill Silvan nennt. Ich weiß auch nicht. Was? Wir probieren nochmal. Hide and Seek, Lobby 4. Dave on Stream hat gefollowed. Auch dem Dave natürlich herzlich willkommen in der Metazone und danke für den Follow. Ich hatte mir das CS-Fieber gepackt. Ja, mal wieder, gell? Mhm. Das hält jetzt wieder für ein paar Monate an. Aber jetzt zocke ich ja wenigstens ab und zu mal mit, ne? Oh, Niklas entschuldigt sich gerade, dass er lange nicht da war. Ist nicht so schlimm. Leute, wenn ihr mal keine Zeit habt, zuzugucken. Ich stream hier die Zeit auch ohne euch. Das soll nicht heißen, dass ihr mir nichts wert seid oder so, sondern einfach nur, dass ihr euch da... Scheißwert, wollte damit sagen. Das soll nur heißen, dass ihr euch da keine Vorwürfe machen sollt, nur weil ihr nicht da seid. Ich meine, schon okay. Passt schon. Dave meint noch, kennst du DGTV oder DGTV? TV, DGTV. Oh, das nope. Ist, das heißt, digitales GTA 5. Ich bezweifel's. Aber, nee, ich kenn DGTV nicht. Nein, keine Ahnung, was heißt das? Das heißt, Döner, gut, TV. Döner, geht, trinken, vögeln. Genau, Döner. Und dann ist was ruhig. Ich komme jetzt gleich bis gleich und sag Mona, dass ich sie lobe. Brudi kriegt irgendwie das nicht auf die Reihe, zu sagen, was er sagen möchte. Hab ich so das Gefühl. Ganz einfach, er will die Freundin ausspannen auf Deutsch. Was? Oh mein Gott, nein, das geht gar nicht. Was nehme ich denn? Enchantment Table. Ich nehme Enchantment Table, YOLO. Okay, jetzt soll ich dich wieder leben lassen, noch so ein Follower. Ich weiß auch nicht, die Leute sind sich nicht einig. Leute, könnt ihr damit aufhören? Ja, ich bin ja der erste Seeker. Nice shit. Oh, dabei wollte ich ein Ding sein. Ich stell mich vor dich und du tötest mich nicht, okay? Dann sieht's einfach cool aus, es wäre mir ein Team. Wo bist denn du? Ja, ich bin noch nicht gespawnt. Ja, aber, das dauert ein bisschen. Aber warte, du bist da unten. Schau, ich bin über dir. Hallo! Bitch! Hallo! Ich sehe dich! Hallo! Ah, dammit. Nein! Hallo Silvan! Nein. Nee, ich lass dich tatsächlich. Warum stehen die Leute hier denn so AFK rum? Aua! Der schlägt! Sorry! War wahrscheinlich keine Absicht. Ich schlag einfach wild um mich und vielleicht habe ich dich versehentlich erwischt. Das Crafting Table. Ja! Dead Crafting Table, though. Da links ist gerade nochmal ein Crafting Table. Ja, läuft bei mir! Kraft jetzt etwas dahinter her, so ich. Können wir mein Leben ja einfach machen, ne? Nein, geh weg von mir, nicht dass du mich. Will nicht dich schlagen, entschuldigen. Aber es ist vielleicht nicht ganz so schlau, da rumzurennen, weil da kommen Lolli, gleich andere Leute. Lolli, geh weg. Lolli. Dö, dö, dö. He dead. Und ich hab noch einen gefunden. Oh ja. Wie bei mir läuft. Oh, Dave meint, er hat gestern die 10.000 Follower geknackt. Das freut mich sehr für dich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nice Sache. Dave on Stream. Klingt nach so einem Namen, den echt jeder haben könnte. Den hast du entweder sehr früh erstellt oder es hat ihn tatsächlich noch niemand anders gehabt. Goddammit. Das sind scheiß Bücherregale hier. Mann! Keins dieser Bücherregale ist tatsächlich ein Spieler. Das kann doch nicht wahr sein. Hello? Nee, scheinbar tatsächlich so. Ah, dann halt nicht. Da oben ist schon einer. Hier unten gibt's, glaub ich, sonst nichts mehr. Da-dam-dam-dam. Resch ist wieder da. Servus, Resch. Und willkommen zurück zum Stream. Auch keiner? Der Fuck? Der Fuck? Ich vertraue auch den Leuten nicht. Wenn die schon irgendwo waren, dann gehe ich da trotzdem nochmal hin. Weil oft haben sie keine Power mehr auf ihrem Schwert und schlagen dann einfach auf Blöcke, aber können keinen Schaden machen. Deswegen mache ich das alles nochmal doppelt gemoppelt. Nur weil jemand irgendwo auf den Block schlägt, heißt das ja nicht, dass er dem auch Schaden macht. Leider. Goddammit. Come on. Ja, der Typ hier, der guckt da gerade akribisch durch. Nope. Oh, Lolli ist auf Hitbox. Hi, du. Hallo, Lolli auf Hitbox. Ist da was? Ne? Auch nicht? Goddammit. Die sind bestimmt wieder irgendwo außerhalb. Da sind sie immer sackgern, ey.
Hier drüben. Auf den Balkons oder so ein Quatsch. Einer ist noch ein Eis. Eine Workbench, ein Bookshelf, zwei Steine. Easy. Handles hipster. Let's go, K8TV oder K8TV. Willkommen in der Metazone, dankeschön für diesen Follow. Wieder einer mehr, allerherzlichsten Dank. Louis ist da und schreibt, hallo, wie geht's dir so? Ganz gut, danke. Und hoffentlich dir auch. Kapuzzi, Hashtag Anfolas, hi, das ist mein neuer Minecraft-Name, als auch Twitch. Ich bin Marvin. Alrighty, da ist er auch schon, der Follow. Dankeschön. Auch wenn es ein unverdienter zweiter Follow ist, aber passt schon. Mein Gott. Was will ich mich aufregen? Über Fake... Ja, was heißt Fake-Accounts? Zweit-Accounts oder Fake-Accounts rege ich mich mittlerweile nicht mehr auf. Warum? Oh, hier steht ja eine Rakete, sehe ich gerade. Ich finde gar niemand mehr. What the fuck? Wir stehen hier heute. So gut versteckt? Bitte? Ist das ein Stein? Ja! Aha! Der ist so rausgeragt. Ich glaube, ich habe den Mine-Creator. Habe ich den gerade gefunden? Nee, das war Dragontooth. Vielleicht steht hier noch einer rum. Die Ecken so. Als Stein kann man sich halt hier übel bös verstecken. Oh, ich habe Yassi gekillt. Yeah! Okay. Ein Stein, ein Eis, ein Beacon, ein Bookshelf. The fuck? Wie viele Blöcke es halt noch sind. Und noch 45 Sekunden. Oh, dammit. Macht mal schnell, Leute! Tötet! Tötet sie gefälligst. Damn. Susi ist auch da. Susi, moin, moin! What Hi, up? Susi. Sis? Oder so? Oder... Ja doch, hi, Susi geht schon. Hat sie etwa noch einen anderen Namen? Nee, ich sag jetzt schon zum fünften Mal hi oder so. Ja, kommt vor. Oh, hier ist ein Beacon, das versucht sich zu wehren, aber nein. No chance. Lama Lil. War das auf jeden Fall. Bam, bam, bam. Kapuzzi meint noch unverdient, du hättest dir mit deiner Mühe viel mehr verdient. Oh. Das freut mich aber sehr. Dankeschön, GG, well played. Liebe Worte von dir. Wo komme ich hier denn wieder raus? Da. Ist eh schon vorbei. Der unterstrich coole Boy hat gefollowt. Auch dir ein Willkommen in der Metazone. Dankeschön für den Follow. Willst du nochmal Hide and Seek spielen? Nö, ich will sehr spielen. Maul jetzt! Du kannst nachher Ding spielen, Left 4 Dead. Ja, das hast du einen besseren Vorschlag als Hide and Seek? Ich will gerade irgendwie nicht mehr ganz so. Block Party. Ich will ehrlich gesagt nicht runter von Hive aktuell. Ich will nicht die ganze Zeit wechseln. Oder okay. Herobrine, mir egal, Herobrine, na klar, spielen wir nochmal wieder Herobrine. Ich schreibe schon mal in den Chat, wir spielen jetzt Herobrine. Geht einfach auf hivemc.eu und spielt mit. Also jeder, der mitspielen will, Ausrufezeichen IP, um die IP vom Server rauszufinden, oder einfach hivemc.eu. Geht auch. Und dann nehmt ihr den Kompass, rechtsklick und auf The Herobrine oder diesen Schädel hier, dann landet ihr da und dann sage ich euch gleich, wo ihr hin müsst. Dementsprechend joint ihr dann mit oder nach oder wie auch immer. Ich hätte gesagt, wir nehmen die Liebe Nummer 19. Auf Lobby Nummer 19 joint doch gern mal nach. Grinsesmiley. Sevan, bist du schon drauf? Ja. Da ist nämlich genau einer. Ja, ich gehe einfach drauf, weil wenn ich nicht drauf gehe, dann bin ich nämlich dann der, wo nicht mehr drauf kommt. Ich kenne mich. Ich bin, ja, was das ja angeht, nicht sehr. Dann schläft man so halb ein mit dem Hirn. Und dann so, ja, oh shit, ist voll! Ja, genau, dann schläfst du nämlich. Ja, kenne ich. I know that feel. Dann. Ja. Schau, der Lolli. Resch schreibt, ich schau fast seit einem Jahr. Ich glaube, er vertut sich jetzt aber mega hart, weil meine Streams existieren überhaupt erst seit 8 Monaten, wenn überhaupt. Also ich mache noch nicht mal ein Jahr Twitch. Von daher halte ich das für etwas übertrieben. Und selbst die längsten Zuschauer schauen mir vielleicht gerade mal diese 7, 8 Monate zu. Resch, da gehörst du definitiv nicht zu. Wenn dann ein Monat oder zwei oder ja, eventuell auch drei.
Aber ja, ist es nicht. Kann es gar nicht sein. Dammit! Ich verkack den Parkour. Ich glaube, den gab es noch nie in meinem Leben geschafft. Isabel, meinst Salzstangen ohne Salz schmecken nicht? Die mit Sesam, die wo ich bisher immer gegessen habe, ich finde die ganz gut. Salzstangen. Was geil ist, was ich letztens mir gegönnt habe, war Salzbrezeln mit Schokolade ummantelt. So ganz kleine natürlich. Das ist genau das, was man normal, oder was ich immer mega gern esse. Immer abwechselnd. Salzstangen oder Salzbrezeln. Oh mein Gott. Und dann immer abwechselnd noch Schokolade dazu. Das macht voll süchtig und man kann einfach nicht aufhören. So, das eine salzig, das andere süß und dann immer... Ich weiß nicht. Ist das gleiche mit Chips. Oh, Silvan. Bist du da oben? What the hell? Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Silvan! Live bei dir! Schau mir schon, jetzt genieße jetzt die Aussicht. Okay. Ach, ich sehe nichts. Okay, fein. Was? Wenn du öfter ist das Inventar zu weg, da kannst du die Aussicht genießen. Ich weiß nicht mal welche Aussicht, aber. Ja, aber echt, ey. Man hätte ja hier ein bisschen schöneres Ambiente bauen können, hallo? Es kommt vor, dass Meinung zu Schokopopcorn ist voll fein. Also meine. Hab ich glaube noch nie gegessen. Oh, was bin ich denn überhaupt? Ah ja, der Mana Arrow Mensch. Ich glaube Magier oder sowas. Kein Plan, was ich bin. Ich bin der Haut drauf Typ. Warrior oder sowas. Schokopopcorn habe ich noch nie gegessen. Was? Du etwas, Silvan? Ja. Echt? Okay. Oh, ich muss glaube ich mal was mitbringen, was mein Kumpel aus Thailand mitgebracht hat. Weißt du was, ich bringe dir eine Büchse mit. Sharpie hat ein Follow gerade da gelassen. Willkommen da. Hast du schon willkommen mal in der Metazone. Chips gesehen? Also gesund im Anführungszeichen. Danke für den Follow. Nicht wirklich. Also Chips, die aus Bananen bestehen. Die sind ultra. Ach so, doch, Bananen. Ja, doch, Bananenchips, klar. Die sind ultra lecker, die haben einen Kumpel als Teil. Ich hab noch eine zu Büchse, ich nehme die. Ja, ein Kumpel hat es auch mal vor, aber das ist schon recht lang her, wo es ja, mal dabei ist. Ja, was, ich nehme die Büchse mit. Die ist noch zu, dann kannst du die auch behalten, stört mich nicht. Ja, okay. Ich nehme dir die einfach mit. Okay. Dieser Mensch hier hat den Shard und er hat sogar das im Namen jetzt stehen. Was? Also seit 1.8 scheint das irgendwie ein bisschen fancier geworden zu sein. Oder sie haben natürlich ein Update oder so gemacht. Der Typ, der jetzt den Shard trägt, hat einen pinken Namen und vorne steht fett davor, vor seinem Namen, Shard Doppelpunkt. Aha. Yes. That's how he does. Oh, es zeigt mir gerade an, ich hätte 59 Follower. Wer bottet mir hier Follower? Das ist nicht in Ordnung. Da geht gar nicht. Oh mein Gott. Jetzt sind es nur noch 40. Yep, sure. Egal. Wer auch immer das macht, möchte mich jetzt nicht beschweren. Okay, der erste Shard kommt. Ist der Hero Brian AFK oder so? Hero Brian, you there? Louis meint noch, ich tue immer Salzstangen in Nutella ein. Ja, gleiches Prinzip. Salzstangen oder irgendwas mit Schokolade halt, Nutella, in dem Fall tut's auch. Blutsbrudi, meine Mutter bockt rum, ich gehe doch GTA 5 auf Xbox zocken, also sorry und tschüss. Ciao, hau rein. Und ich glaube, die 40 Follower stimmen. Doch. Jetzt habe ich plötzlich mega viele hier. Herzlich willkommen an all die Neuen. Ausrufezeichen FAQ in den Twitch-Chat, dann kriegt ihr Infos. Ich will 100. Ich will sofort auf die Stelle 100. 100 auf der Stelle! Shadow Sword. Oh, hier ist der Hero Run. Shadow Sword hat auch noch ein Follow dagelassen. Willkommen in der Metazone. Dankeschön. Wenn ihr was an mich richten wollt, schreibt Hashtag an Folas und dann eure Nachricht. Oh, das war's. Und bei einer Frage, Hashtag frag Folas. Oh mein Gott! Und die Säule mit Kreisrennen ist... Hä? Was? Really, Nicky? Ich hab Angst. Ja, ich auch. Und deswegen schreie ich trotzdem nicht so rum. Alles streamt gleich darum. Alles klar, macht Sinn, okay. Trotzdem herzlich willkommen an all die Neuen. Wenn ihr Fragen habt, einfach mal in den Chat damit... Einatmen und ausatmen. Und am besten Hashtag frag Folas davor packen. Einatmen und ausatmen. JPTK hat ein Follow da gelassen. Oder JPTK. Willkommen in der Metazone und danke für den Follow. Ist hier wer? Nein? Okay. Mein Creator schlägt hier einfach wild vor sich hin. Shard ist eh schon weg. Julian Twitch, Paluten ist nicht hier. Paluten ist auf einem anderen Kanal.
Und wir spielen im Moment Herobrine, hat auch noch jemand gefragt. Shard captured. Okay, alles klar, haben wir zwei von drei, also ein weniger als drei, also 2 plus 3, 2 plus... Mit Ausrufezeichen IP in den Twitch-Chat könnt ihr übrigens rausfinden, wo wir spielen, im Moment auf Hive. Und da Herobrine, wenn ihr mitspielen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Herobrine. Herobrine. Aber Leute, ihr müsst mir helfen, vor das für CS zu überreden. Ich hab gesagt, morgen und Montag. Beschwer dich jetzt nicht die ganze Zeit. Ich spiel 15 Tage die Woche. Ah, braunes Brot schaut auch zu und hat gefragt, was wir spielen. Herobrine, es geht darum, es werden 3 Shards gespawnt, so wie jetzt wieder ein neuer. Der Kompass zeigt mir an, wo es hingeht. Der Echo-Block hat schon den eingesammelt. Den müssen wir jetzt beschützen, beziehungsweise der Herobrine versucht, die jetzt oh, ein... Oh, ist pink und da steht Shard davor. Du Idiot! Nee, ich hab schon gehört, keine Angst. Doch, ja, auf jeden Fall versucht der Herobrine eben diesen Shard-Träger zu töten. Das ist eigentlich zumindest seine Aufgabe. Er hat dazu verschiedene Werkzeuge, die er aber irgendwie nicht ganz so gekonnt einsetzt. Noch zu, also er hat so Partikel halt, aber... Genau. Man sieht ihn ab und zu mal durch die Partikel, aber hauptsächlich ist er unsichtbar. Aber Echo Block scheint hier schon gewonnen zu haben für uns. Der hat alle 3 Shards gecaptured. Hier ist Herobrine. Irgendwo hier gerade vor mir. Ja, da. Nein, meine Punkte! GG. Okay. Ja, Kotzkuchen, die ganzen Follower kommen jetzt auf jeden Fall von Paluten. Aber jeder, der jetzt neu zuschaut, der wird auch gerne eingeladen, wieder mitzuspielen. Hi, Herobrine of Lobby 19. Ich schreib's mal wieder in den Twitch-Chat. Mikrowelle angemacht und schon wieder lags. Das liegt daran, dass die Mikrowellenstrom in der Mikrowelle deinen PC schätzt. Nee, keine Ahnung, ich glaube irgendwas, keine Angst. Ja, vielleicht hat er ja auch DLAN, also über Stromnetz. Und wenn er die Mikrowelle anmacht, dann wird das Stromnetz so beeinflusst, dass es dann nicht mehr so gut geht. Also, ich bin Stromtechniker, ich klugscheiße dir jetzt mal schnell was. Das läuft nicht, es läuft zwar über das gleiche Teil, aber es funktioniert anders. Oh. Das DLAN-System funktioniert nämlich so, es schickt eigentlich eine Art, wie eine Kabelverbindung. Macht die einfach nach Dings und schickt das halt einfach durch die Stromkabel hindurch, aber du hast dann da halt eine Strom... Schwankung? Also du hast eigentlich so eine Art, ich nenne es jetzt mal Morse-Signal mit Stromstößen, die das reingibt, das andere Modem empfängt das und wandelt das wieder eben Dings ins normale Teilkabel halt um, fertig. So ja, das ist mir schon klar, wie es funktioniert, aber trotzdem kann es sein, dass gewisse Geräte das beeinflussen, das... Ich hatte ja auch mal eine Zeit lang DLAN. Ja, ich weiß. Aber es funktioniert besser als WLAN, also so ein... ich muss sagen, es funktioniert einfach tipptopp, es ist funktioniert super. Was ist los, Schatz? Es ist weniger bloß als über WLAN. Keine Ahnung, jetzt dann gleich, wenn du möchtest. Mona möchte gleich zocken, läuft dort. Ich lasse dann mal 1 oder 2 Stunden. Dann beschwert sie sich eh wieder. Von wegen, du lässt mich zu wenig zocken! Du bist so süchtig, Schatz, ja? Ich? Ja, du. Hey, ich hoffe, dass der Ram geht, den ich euch vorbeibringe, weil der war schon bei einer Präsentation dabei und wurde von relativ vielen Leuten angegrapscht. Oh, shit. Ich hoffe nur, dass der noch geht. So, Mona sitzt wieder im Hintergrund, jetzt geht's gleich wieder im Chat ab. Mona! Yeah! Mona! Das sehen wir schon kommen. Oder so, ich jetzt sag ich mal kommen. Was ganz Böses. Ich hab schon. You are a survivor, aber ich sehe keinen Stecken. Oh, da geht's lang. Ich schaue ja auch in die Dunkelheit. I am German, me too. Wir warten einfach mal wieder am Schrein? Oder wie soll man das Ding denn nennen? Oh, wo die Shards halt reinkommen? Hä? Ich bin gar nicht dabei. Hab verpennt, die Lobby zu spammen. Das wundert mich nicht. Was willst du? Was willst du, Schatz? Du willst mich ärgern? Ja, nichts Neues. Okay, wir haben einen Shard auf jeden Fall mal. Den wir jetzt eventuell sammeln sollten. Der Kompass zeigt übrigens mit der Nadel immer dorthin, wo der Shard ist. Du hast das Zocken der Freundin. Oh, 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 oh. Oh nein.
Hier sollte ich vielleicht nicht reingehen. Soll ich das eigentlich so eine Spezial als zockende Freundin zu haben? Nein. Ist das irgendwie so ich weiß speziell? Auch nicht. Sind wir andere Menschen oder was? Sind wir keine Menschen? Haben wir? Ah ja, da ist einer mit dem Schalt. Okay. Den beschützen! Schützet ihn! Mit eurem Leben! Mein Mensch, wie der Mikrofon angemacht, wie der lag. Ja, dein Strom ist jetzt so ausgelastet, dass dein PC, dein Router der Strom fällt und dann muss er die Leistung unterschrauben. Was du halt laberst! Nur Scheiße! Ah. Oh, der Herobrine ist hier irgendwo in der Nähe vom Altar. Der läuft da, ich sehe seine Partikel. Da ist er! Ich hab ihn geschlagen! Musst du mehr Strom produzieren, indem du deinen AKW im Keller mal endlich anschmeißt. Ah. Sharpie also, meint, XD, ja, ihr seid anders. Nur weil wir Zocker sind. Schatz, ich muss Schluss mit dir machen, ich bin ein Zocker, ich darf keine Freundin haben. Die Community verlangt das von mir. Ja, dass du zocken willst, juckt niemand. Aua, ich bin vergiftet. Hilfe. Jetzt kommt die Aussage, Mädchen dürfen nicht zocken, das sind Mädchen. Die Aua. Müssen sich schminken und dürfen nur... Ich sterbe! Ja, das interessiert keinen! Du Witch! Leck mich! Ah. Okay. Nein, Menschen sind komisch. Ist halt nicht komisch. Also? Also dürfen wir auch eine Freundin haben. Alrighty. Vorgesetzter. Ja, bitte? Wir dürfen keine Freundin haben. Oh, oh, da ist der Herobrine schon wieder. Oh, 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 beschützt Rocky! Oh Gott. Ich glaube, der Herobrine ist auch ein bisschen schneller als wir, oder? Oder nicht? Ja, ja. Kann es sein, ne? Hat, glaube ich, irgendeinen Speed oder so. Da ist er schon wieder. Oder noch. Der geht hauptsächlich halt auf den mit dem Shard. Aua! Aua! Helft mir mal! Dammit. Der macht echt Schaden. Und nicht gerade wenig. Rocky ist tot. Oh, fuck. Shit, wir werden alle sterben! Oh nein. Der Herobrine war zu strong. Strong. Oh oh. Uah. Wir müssen das schaffen! Oh oh. Ich hab so das schlechte Gefühl, dass wir nur noch 6 Survivors sind. Oh Gott. Wir verteidigen uns hier zu dritt. Oh 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 oh, der eine Typ wird getötet! Ach nein, er hat bloß. Oh shit! Oh fuck! Oh fuck! Hab noch ein Leben! Hilfe! Ah! Ich werde sterben, ich werde sterben! Ja, toll! Bin tot! Toll! Leck mich, Schatz! Okay, das vor, dass wenn man das zum. So Sachen sagt man eigentlich. Oder wie wenn ein Mädchen zu dir sagt, leck mich, dann muss als deine Antwort, okay, komm her! Weil. Schon klar. Es mag aber mein Facecam größer, bitte. Alter, die ist schon groß genug. Die wollen Mona sehen, mein Gott. Es geht ja, um die Titten. Pss, Joni ist auch da. Hallo Joni, Nato XD. Wobei, Mona ist eben in ihrer Decke vermutet. Sie waren Lobby 19. Warte, jetzt muss ich jetzt wieder zu Herobrine, weil ich im Kreis renne. Gut, bin da. Was denn? Keine Ahnung. Mona fragt gerade, wo ist Blutsbrudi hin? Das aber ich gar weiß es nicht. Der ist der GTA-Spieler, hat die Mutter irgendwie rumgeschaut. Also ich spiele jetzt eine Runde noch, dann kommt hier Mona und darf Left 4 Dead spielen. Freut sich schon wie so ein kleines Kind. Ich wäre so gern mal wieder der Herobrine. Ich finde es irgendwie voll spaßig, da zu sein. Ja, das ist schon so. Es ist schon man sollte sich irgendwie freiwillig melden können. Nein, weißt du was? Wer keine Lust auf Herobrine hat, der wird kein Herobrine. Beziehungsweise. Sich alle. Ist natürlich jemand, glaub ich Herobrine sein ist cool. Also, ich mag auch. Echt? Herobrine, okay. Ja, Herobrine hat dann. Bis auf eine Map, die ist richtig verkackt, wo du so runtergeschlagen wirst. Ja. Du bist dreimal schlagen, wenn du runterfällst, bist du tot. Wofür voten wir denn dann, Silvan? Ich lass einfach random. Dallas Farm ist, glaub ich, cool. Ich vote mal für 3. Keine Ahnung. Wird schon passen. Julia meint, sie fragt, wo Brudi ist, aber sie fragt nicht, wo ich bin. Sie weiß ja, dass du da bist.
Sie kann es ja lesen, meint sie. Julia, Mann. Bin Herobrine. Nee. Vielleicht ist Blutsbrudi zu Paluten. Einige sind jetzt wahrscheinlich zu Paluten, nein, wo sie mitbekommen haben. Nein, mein Gott, hörst du mir nie zu. Was willst du denn, Silvan? Er ist gegangen, weil seine Mutter rumgezickt hat. Ah, seine Mutter hat rumgezickt, hat er vorhin gesagt. Dass er gegangen. Ja, der hat jetzt off müssen. Ja, der ist ziemlich blöd. Er soll in seinem Bett liegen und mit dem Handy weiter glotzen. Oh, Jesus. Okay. Shard! Schneel! Rennet zu dem Spawn. Na, ein riesen Käse. Wissen die Leute eigentlich teilweise wo auswendig, wo der Shard spawnt? Weil was? Die stehen immer schon bereit. Vorerst, du wolltest übrigens heute noch zwei Leute verheiraten, also einfach für deine Left 4 Dead Runde da, ja. Kann ich jetzt nicht auch noch zwischenschieben, dann motzt Mona wieder rum. Wenn ich noch die Leute, die gemeint haben, ich soll sie in Minecraft verheirate. Sie meint, mach doch. Ja, ja. Offiziell hasst sie mich wieder dafür. Beziehungsweise inoffiziell. Offiziell ist ja das, was sie hier sagt. Oh, hier ist der Herobrine irgendwo am Altar gerade gewesen. Kurzzeitig, jetzt nicht mehr. Wookies are awesome. Herobrine. Yes, ist doch egal. Also nein, wir machen. Du verstehst eh nicht. Hä? Ja, genau deswegen will ich eigentlich nicht, dass ich mit Mona nebenher quatsch. Weil Silvan jedes Mal hä fragt. Und jedes Mal, wenn ich mit Silvan quatsch, Mona sagt hä. Wobei ich gar nicht mit dir gesprochen habe. Warum werde ich jetzt schon wieder getötet? Aua! Der Typ hat mich im Visier! Hilfe, bin am Altar! Komme! Hilfe, bitte! Aua! Er schlägt mich! Ja, hör auf! Hilfe! Er kommt immer näher! Und schlägt mich nochmal! Natürlich ist er unsichtbar! Das ist der Spaß dran! Er ist ein fucking Herobrine! Da ist er! Hinter dir! Töten! Was habe ich eigentlich hier? Protection Spirit. Ah ja, genau, jetzt habe ich keinen Schaden. Wo ist der jetzt? Keine Ahnung. I don't know. Jetzt habe ich meine Kacke aktiviert. Deine Kacke? Du hast Kacke? Yes! Game over! GG. Nee, nicht. Aber jemand anders. Okay, dann mache ich jetzt noch das mit der Heirat kurz. Und dann darf Mona. Also auf dem Server. Müssen nur beide da sein, natürlich. Was sie nicht sind. Aber Nami ist da. Beide sind nicht da. Ja, der wir haben gesagt 20 Uhr. Der eine war da. Also der war vorhin gerade im Team, da habe ich es gesehen. Warum ist Alf nicht da? Wo ist Alf und Lady Ellie? Sie wollten doch heiraten. Oh. Da ist er ja. Wahrscheinlich ist er die ganze Zeit im Stream und wartet nur darauf. Aber sie ist nicht da. Smugger geht lernen. Viel Spaß. Tschö, tschö. Julia meint, Mona hat so eine Sweetie-Stimme. Das hat sie. Das gebe ich zu. Okay. Obwohl, das kennt die Stimme eh nicht. Der hat eh immer den Mund in ihrem Mund. Ich grüße meine Oma. Tobias will, dass ich mich zu ihm teleportiere. Ach ja, ich muss ja die IP eventuell ändern, wenn's Ding nicht schon gemacht hat. Dürfen andere Leute Left 4 Dead mitspielen? Ja, Mona meint ja, ja, ja. Nee, weißt du warum? Weil ich den nicht als Freund auf Steam adde. Und wenn ich sie öffne. Schatz, du schwafelst hinter mir. Irgendwas wurde ich hin und nicht mal die Leute im Stream können es hören. Ich verstehe dich manchmal nicht. Sie redet mit sich selber, als ob sie mit den Leuten sprechen würde. Ich verstehe es auch nicht. Aha, ein schlichtes.
Haus. Es ist zwar ein einfaches viereckiges Haus mit einem Kamin oben dran, aber trotzdem. Passt schon. Die sollte gleich kommen. Das wollen wir doch hoffen. Wo wollt ihr denn eigentlich heiraten? Ich weiß es ja gar nicht. Wir brauchen ja eine Kirche. Doch bitte das Herz, das ich gebaut habe. Das hat sie immer noch nicht. Ich soll gesehen. Dir noch was zeigen, Mona. Das hier hat Silvan gemacht. Oh, ist das süß, sagt sie. Ja. / Warpfolas und Mona heißt es. Fliegst du? Hast du schon. Sie hat sogar eine Rose, also eine Tulpe. Du hast sogar eine Rose oder Tulpe in der Hand. Schau mal. Und wir halten sogar Händchen. Ultra süß. Ich bin hässlich? Danke. Silvan hat sich so viel Mühe gemacht und jetzt sagst du, ich bin hässlich. Nur weil ich ein Slime bin. Keine Diskrimination von Slimes. Diskriminierung. Oh, goddammit. Schatz, ich soll dir sagen von Julia, dass dein Haus besser ist. Ja. Ihr Haus ist besser als jedes. Okay, jetzt hat sie es, glaube ich, gesehen. Was gibt's denn eigentlich für Kirchen? Ich gehe mal / Warp. Armino-Kirche? Wie wäre es mit der Armino-Kirche? Mein Creator. Lass mal das und das Lied laufen. Nicht im Stream. Hab ich ja nicht schon 100-mal gesagt. Nein! Warum steht hier eine Workbench am Anfang, am Eingang von der Kirche? Was wichtig? Heißt du Christoph? Wenn ja, dann das, verpiss dich. Das hab ich dir auch schon gesagt, weil es gibt keinen. Jetzt hab ich gerade / Warp Photos. Aber es ist voll egal. Er macht sich einfach. Entweder Montag oder Sonntag. Wieso hat sie eine Crafting-Table? Jetzt ist... Oh oh, jetzt bist du selbst verliebt, sagt Julia. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Nein? Sie mag ihre Nase. Das war ihr Kommentar dazu. Ja, die wollen bei der Heirat dabei sein, mein Freund. Okay. Was ziehe ich mir denn an für die Heirat? Oh mein Gott! Ich nehme einfach meinen Anzug. Alter, du bist hässlich. Was steht hier denn schon wieder rum? Melden, danke. Offiziell Armenor-Kirche. Okay. Oh, die haben sogar Blumen dabei. Ist das süß. Pascal13 hat einen Follow dagelassen. Willkommen in der Metazone. Dankeschön für den Follow. Oh, offizielle Heirat in der Warp Armenor-Kirche. Ich mach das nachher noch. Ich bitte alle Zuschauer, sich zu setzen. Das Ehepaar zum Eingang. Das wird hier seriös gemacht. Und warum droppen die hier ihren ganzen Crap hin? Ich sammle den mal auf. Oh, ich habe hier noch eine Bewerbung. Oh, ja, genau, liegen. Ich könnte mir irgendein Buch nehmen. Schatz, es wird ein bisschen länger dauern, ist dir bewusst? Sie hat sich gedacht, 5 Minuten? Ja, nee. So, ich habe jetzt gerade eben die Bibel geschrieben. In der steht drin, Bibeltext hier einfügen, Doppelpunkt D. Da lese ich nachher raus. Setzt euch hin, ihr Banausen! Nein, ich mach das jetzt einfach so, wie es mir passt. Ich suche jetzt da nicht lang nach dem Text und Quatsch. Warum fehlt da eigentlich ein Block Gras? Ignore Claims. Oh, was ist jetzt hier los? Wo ist jetzt die Kackhochzeit? Ja, das Ehepaar fehlt noch. Aha. Ich baue halt mal hier ein bisschen ab. Sie hat Probleme mit dem Internet. Das ist aber eine schlechte Voraussetzung. Liebe Gemeinde, setzen und ruhig sein!
Oh, warte, ich hol den Bier. Das wird vor. Eine schöne, das wird eine super geile Heirat auf jeden Fall. Warte. Leute schon. Them beats are ugly. Ah. nervös wegen euch. Schämt euch! Setzt euch jetzt hin! Verdammt nochmal! Das kann doch nicht wahr sein. Aber wie viele Leute jetzt gekommen sind für die Heirat? Ich find's so schön. Sie hat dich versetzt. Kick the Minecrafter, keine Manieren. Wer ist da noch? Freezy, aufsetzen. Leute, setzt euch doch hin. Und wuselt nicht die ganze Zeit in der Kirche rum. Das macht man nicht. Silver? Hä? Oh. Nix. Ich mach gleich slash mute all. Und sperr euch in so ein 1x1 Bedrock-Dingens ein. Wir stehen doch alle hier. Okay. Julia schreibt, sie mag Monas Füße. Schatz, magst du deine Füße auch? Sie sagt, die sind voll krüppelig. Sie kommt langsam. Wie die Frauen halt immer so sind. Also, nicht langsam, aber das langsam kommen. Vor allem vergiss übrigens nicht den Satz mit dem, wollen sie noch Einspruch erheben, das ist wichtig. Ich bin halt ungeduldig, ich setz mich jetzt mal hier hin und warte. Scheilare wirft mit Zeug um sich. Mit Steak. Es gibt technische Schwierigkeiten auf der Hochzeit. Normal. Oh, warte. Ich muss das doch gleich in den Titel schreiben. Minecraft Hochzeit. Warte, ich mach die Musik. Die kommt nachher, du Idiot. Jetzt wart doch erstmal. Jetzt verheirate mit Luft. Geht nicht, sorry. So, den Titel habe ich geändert. Echt. Wir haben ja viel Geduld mitgebracht. Sie ist da! Jo! Ameno Kirche. Die IP, wenn ihr übrigens dabei sein wollt, warum auch immer, auch wenn ihr neu seid, lautet meta-union.com und dann / warp Ameno Kirche. Da kann jeder drauf, auch eure Freunde etc. Könnt ihr alle einladen. Brautkleid und so an, dann los. Voll am Drängen. So, zieh jetzt an und dann los! Bitte Regen aus, okay, weather sun. Wir wollen ja nicht so sein. Was ist, Schatz? Sie muss einen Blumenstrauß in der Hand haben. Und später wegwerfen. Ja, aber nicht jetzt schon. Ja, das ist wichtig, in den Ventilator rein. Dann lauft mal langsam ein. Sternchen, Orgel, Musik. Ich räume mal den Weg auf. Die sollen vorlaufen. Lauft vor. Stream hängt. God damn it! Die sollen jetzt endlich laufen! Muss schreiben, Volas, mach ich sowieso. Jetzt lauft endlich ein. Ich kann die Musik nicht ewig dudeln. Die lassen sich aber auch viel Zeit. Ja, jetzt wird's langsam. Gibt's eigentlich noch irgendwie andere Musik? Bewerft sie mit Eier! Scheiß Hochzeit! Orgelmusik wird leiser. Wie alle anderen. Mit allem, was sie haben.
Oh Mann, Butcher minus A10. So. Hinsetzen! Genug jetzt! Okay. Jetzt im Ernst, setzt euch mal hin. Silvan, du sollst nicht so ein scheiß Vorbild sein! Setz dich jetzt hin, du Noob! Warum ist hier eigentlich dieses Schild vor meiner Fresse? Ja, gell? Sie will zocken, setzt euch hin. Mona will zocken, setzt euch. Beste Heirat ever! Zu mit den Klappen! Die können alle Krise. Öffnen! Ich geb dem einen Temp-Ban, wenn er nicht weggeht. Wer? Warte, ich muss doch schnell auf die Hochzeit kommen. Boah, so weg. Okay, jetzt Bob, pisst euch jetzt mal hier. Lasst mal das Brautpaar alleine, ohne Spaß. Kannst du den Text schreiben? Ja, klar, ich lese es nebenbei vor. Liebe Gemeinde, wir haben uns hier versammelt. Um Scheiße zu machen. Heute versammelt. Wie geht es weiter? Wir haben, du kommst vor, das geht mal weg, du kannst nichts hier. So, jetzt übernehme ich hier, jetzt kommt der. Okay, um dem Paar unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Jetzt kommt doppelt die Pfarrer hier. Jo, du hörst was. Was für ihre Liebe und Zuneigung. Und wir haben uns versammelt. Scheißegal! Ich sag ja und. Ehepaar hier zu trauen, was weiß ich, irgendwas. Warum habe ich die Leute eigentlich hierher eingeladen? Das war ein großer Fehler. Hier noch ein paar Strophen aus der Bibel einfügen. Ich kenne nämlich keine. Bibeltext hier einfügen. Mhm, ich bin echt originell. Okay, warte, ich sag. Bla bla bla. Gelaber aus. So, jetzt stopp, hast du einen. Der Bibel, bla bla. Und Jesus reichte den Jüngern seine Hand und sprach. Was weiß ich. Irgendwas halt. Und somit frage ich dich, Lady Ellie. Möchtest du den hier anwesenden Alf zu deinem Ehemann nehmen? Dann antworten sie laut und deutlich mit Ja. Fragt man eigentlich erst die Frau oder erst den Mann? Keine Ahnung. Ja, ich will, gleich doppelt. Gut. Und möchten sie, der hier anwesende Alf. Nee, und möchten Sie. Keine Ahnung, Alf, die hier anwesende Lady Ellie zu ihrer Ehefrau nehmen? Dann antworten Sie laut und deutlich mit Ja. Ein Leerzeichen zu viel gemacht. YOLO! DJ Silver in the house. Slash Kick All! So, jetzt ist Party. Diese Leute machen mich übrigens fertig, aber ich schweife ab. Und ich erkläre euch hiermit natürlich auch zu Mann und Frau. The fuck is this shit? Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Gehört natürlich auch noch dazu. Metzus sagt schon, die Nächsten wollen nur heiraten. Wie sehe ich denn aus? Gibt's jetzt Kuchen? Steckt euch euren Kuchen sonst wohin? Lady Ali, du sollst noch den Blumenstrauß werfen. Wie nennt man das? Keine Ahnung, da gibt's... Brautstrauß werfen. Oh. Hat sie fast gut gemacht. okay, Silvan gibt Kuchen aus. Ali, du musst den Brautstrauß noch werfen.
Alter, und was ist jetzt die geile DJ-Mucke? Ich will hier Party. Freibier. Julia schreibt bloß, Mona kennt sich aus. Läuft. Nami meint schon, bald gibt's noch eine Heirat. Hat sie den Blumenstrauß schon geworfen? Keine Ahnung. Die Leute können eh nicht hier eine Ruhe geben. Ich hab gesagt, ich will das nicht machen. Nein, ich muss es ja machen. Wo ist meine Musik eigentlich hin? Warum ist der Stream jetzt wieder offline von Monster Cat? YOLO! Oh Gott, ey. Und jetzt, was hat das jetzt nicht gebraucht, diese Hochzeit? Sie sind offiziell verheiratet worden, während dem Stream sogar. Und welch eine Ehre ihnen doch zuteil geworden ist. Also jetzt muss ich mal ganz ernsthaft die Frage stellen, wo ist das Freibier? Was meinst du? Oh Gott. Ich und mein Schwein wollen auch heiraten. Jo, okay. Gut, ich lasse jetzt Mona Left 4 Dead spielen. Wir sind fertig mit der Heirat. Das war eine sehr kurze, aber knackige Heirat. Ich bin sehr zufrieden. Left 4 Dead. Bin mir nicht sicher. Weil es ein Name halt ist, egal. Metz und ich wollen auch heiraten. Okay. Oh, das ist der Michael jetzt vergewaltigt, meine Frau. Ja, ihr Mongos. Ich hasse euch alle. Ah, disconnect. Fickt euch! Okay, ich starte jetzt Left 4 Dead und lass Mona zocken. Oh Mann. Steam an. Aber man hört mich ja kaum, wenn ich laber über das Mikro. Na egal. Whatever. Und warum ist die Musik eigentlich... Da ist sie wieder! Wo ich vom Teufel spreche. Übergangsmucke. Wo haben wir es denn? Left. Dead 2. Game ändern. Willst du Musik im Hintergrund? Bissele. Okay. Okay, ich stell mal um auf Left 4 Dead. Bitte nicht erschrecken. Ich muss auch noch ein, zwei Änderungen vornehmen. Wird kurz schwarz. Am Layout muss ich noch was ändern. Ich glaube, das Spiel ist ziemlich laut. Ungewöhnliches Verhalten melden. So, meine sozialen Netzwerke und sowas wieder einfügen. Jeglichen Kontakt mit Infizierten vermeiden. Da sind sie. Auf Nasentubo, die Gaga schreibt, hey. Servus. Alle Zombie. Scheiß auf die Kack-Intro-Kacke. Singception ist auch wieder da. Servus. Genau. Das, was ich sagen wollte, Schatz. Oh, Left 4 Dead ist ausgegangen. Ich weiß nicht warum. Ah, jetzt geht's besser. Okay. Dann würde ich sagen, ich ändere mal wieder den Titel, da wir ja jetzt keine Heirat mehr haben. Mona zockt. So, schreibe ich rein. Freundin zockt Left. L4D2 muss reichen. Ja, gell. Mich auch. Okay. Dann würde ich sagen, übergebe ich mal das Headset an Mona und... Olos, nein. Haben wir ein zweites Headset da? Ich nehme, glaube das von... Was war ins Wohnen? Ja, so billiges habe ich auch hier. Okay, Mona sucht's ganz kurz für mein Handy. Ja, das muss reichen. Das ist super fancy. Nee, ich glaube, ich habe noch ein anderes bisschen besseres. Ja, ist ja egal. Ich lasse dich mal ein bisschen zocken und dann... So, ich übergebe das Wort an Mona. Rocky, ja, du kannst mitspielen. Einfach nachjoinen, glaube ich, müsste gehen. So. Hallo Silvan. Hallo Mona. Okay, was muss ich tun? Einfach irgendwas. Ja, nein, muss ich. Keine Ahnung. Wo bist also du? Bist du schon dumm. Im Spiel? Nein.
dann musst du jetzt Demon Left 4 Dead starten. Ja, ja, das ist, ja, das schon, aber halt nicht. Ach, du checkst nicht. Könntest du das mal erklären, was ich tun soll? Ja, wo du Zombies töten. Ja, aber wie komme ich da drauf, auf den Zombies zu spielen? Ja, warte. Ich mach schon. Ich lade dich gleich ein dann. Alles klar. Sag ihm mal, soll ich einladen. Silvan macht schon. Silvan macht schon. Ja. Super. Oh nein. Ich probiere das jetzt hier mit dem Headset. Ich hoffe, das funktioniert noch. Gott. Was hab ich? Das Headset ever. Was hab ich getan? Was machst du denn? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, drück Escape. Lass den Rest bitte einfach in Silbern machen. Ja. Ist ja okay. Das ist ultra un... Oh Gott. Wenn man sich mal an so ein gutes Headset gewöhnen hat, ist das ganz schlimm. Dann nimm doch dein Handy, dein Headset zum Handy. Was hab ich das noch nicht? Mona, jetzt nehmen, mach mal Shift Tab und dann nimm die Einladung an da. Was? Shift und Tab? Ja, natürlich kennen sie die Tasten nicht auf einer handelsüblichen Tastatur. Halt die Fresse! Nicht ich auch. Ich hab glaub gar kein Skype auf meinem Handy installiert. Oh, damn it. Du hattest neue Spiele, Sylvan? Zum Starten, abspielen. Mega. Spiel starten! Ja. Super. Ballert! Ich hoffe, das Headset funktioniert auch. Ich muss das erstmal testen. Soll ich eigentlich darüber sitzen oder hier sitzen bleiben? Ich glaube, ich bleib hier sitzen. Mach mal die Cam ein bisschen rüber. Ohne sie groß zu verschieben. Super! Ich bin stolz auf dich, Schatz. Okay, es gibt das ein Ohr von dem Headset, aber das reicht mir. Bin nicht so anspruchsvoll. Da drücken. Haben die uns gesehen? Wir haben uns gesehen und kommen nicht wieder. Ich installiere mir gerade mal Skype. Dürfte nicht so lange dauern, hoffe ich. Da die Gerüchte offenbar wahr sind, halte ich es für schlau, wenn wir uns bis an die Zimmer bewaffnen. Silvan, mach mal so wie letztes Mal. Sterben? Oder ja. Was meinst du? Ah, ja. Okay. Oder was meinst du? Schreien, wenn wir einen Zombie sehen. Wir sind ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Ihr habt gerade erst angefangen. Sei ruhig, wir sind voll gut. Ja, oh nein, ich muss dir Geheimnis verraten. Auch mir ist es gerade auf einfach gestellt dieses Mal, nicht auf normal. Kannst du nicht auf sehr leicht stellen vielleicht? Ist schon auf leichteste. Hinter mir steht jemand, ich hab's nicht gesehen, Alter. Ja, oh, das Paddel ist scheiße. Ich mach mal auf. Also Silvan, ich folge dir, weil ich check da immer nicht, wo ich hin muss. Okay. Also wenn ich selber nicht weiß, wohin. Ja, geil, kann mir mal jemand vorwarnen, wenn das passiert. Boss. Ja. Das Viech kommt. Bam, 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 bam.
Es brennt. Ich sehe es. Sing kommentiert gerade deinen Dialekt, Schatz, und fragt, ob wir alle so sprechen. Ich bin halt ein Bauer. Was? Ja, ich rede wie ein Bauer. Ich jedes Mal, wenn ich anfange zu reden, denke ich, ich bin Bauer. Warum wieso ein Bauer? Ich würde auch einfach sagen, ich dass du ein schwäbischer ja. Dialekt hast. Das reicht auch schon. Oh, ich stehe voll ins Feuer, ich bin schlau. Sei ruhig. Bestimmt besser. Nein. Silvan, ich müsste jetzt gleich online kommen. Ruf mich mal an. Du musst anrufen. Okay. Du bist der Skype-Leader, glaubst. Ona, kannst du es ihm bitte schnell sagen? Was? Was soll ich sagen? Er muss anrufen. Er ist hier Leiter. Du musst anrufen. Du bist Leiter. Escape. Ihr müsst kurz auf mich aufpassen. Selbst nicht mehr. Schlau. Warum bin ich so schleulich? So schleulich. Okay, das muss ich wohl kurz machen. Letzte, ist es mit der Account? Geh mal weg. Rutsch mal in Pack. Skype durchsuchen. Da ist er. So, ich habe mich jetzt selbst mal geedit. Moment. Ich bin zufrieden. Nee. Ich bin gleich wieder drin. Ich bin tot. Bist du eigentlich behindert? Ich bin fast tot, denke ich dir. Dann steh ich mal beeile. Schon dabei. Schneller. Schneller. Nerv nicht. Schneller. Bist du nicht fertig? Ja, ich glaub. Jetzt ist der Mongo auch da. Warte, ich habe einfach zu viele Kacke offen. Mach mal zu. Oh ja, hör mich! Haha! Oh Gott, mute dein Mikro bitte. Entschuldigung. Mute dein Mikro oder so. Also du hörst ihn ja jetzt. Ha? Was machst du denn? Ich hab was schließen. Lass mich. Oh, Schatz. So. Ja, ihr müsst mich sehen. Ja, du siehst dich. Bitteschön. So, zurück zum Spiel. Links Tick. Bitteschön. Oh. Nein! Na, ha, ha, ha. Alter, ich bin tot. Sowas war tot. Was? Silvan, du bist tot? Ja. Willst du mich verarschen? Er ist ins Feuer gesprungen. Ja, toll! Weißt du? Ich krieg das Fernet ohne dich hin. Das weißt du. Ich bin schon du. Hier da. Also, ich war nur so am Boden liegen, halt nicht ganz tot. Ja, toll. Verwend ihn doch. Mach schon selber. Mach das schon. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ah ja, vor, das hört mich ja jetzt, stimmt. Das ist. Ja, gell? Mann, jetzt können wir nicht über Vorlast lästern. Dramatisch. Also, wir gehen da jetzt rein und gehen dann irgendwo hin, Silvan. Ich weiß nämlich nicht, wo wir hin müssen. Ja, toll, es geht nirgends hin. Das heißt übrigens Schwesterland. Nee, es heißt Schwesterreich, wenn du Deutschland weglässt. Dieses Headset ist dermaßen schlecht. Ich probiere mal kurz das andere. Oh nein. Jetzt irgendwann macht es einfach drum und alles ist kaputt. Weil vorher so viel probiert. Wird nicht lang dauern, dann ist es so. Helf mir doch mal! Monat, mehr Freude am Feuer. Sollte mich vielleicht mal heilen. Nee, solange es doch nicht rot ist, ist okay. Okay, okay. Dann tue ich das nicht. Ja, sonst kriegst du viel zu wenig Leben zurück. Da kommen ein bisschen viele Leute in den Lift. Oh, ja, warte. Okay, ich bin dran. Meine Freunde nennen mich Coach. Und wir
Wer hat mich geheilt? Keiner. Schauen wir mal, ob das hält. Ja, schon viel besser. Ich knall jetzt einfach vor, ich hab keine Ahnung, wo jemand steht, gell? Drück mal noch Control und duck dich. Dann kann ich über dich drüber schießen. Sevan, wie geht das? Was ist das? Links, die links untere Taste. Was? Diese, zum sich ducken, das hast du doch letztes Mal gelernt. Da wo CTRL drauf steht. Links unten auf der Tastatur. Was? Hallo? Diese Taste. Links. Ja, und ja, okay. Schau, wenn du jetzt so bleibst, kann ich hier oben drüber schießen, wenn du unten... Ja, genau deswegen sage ich dir, spiel nicht mit deiner Zeigefinger mit W. Ich spiele das so, wie ich das kann jetzt. Also lauf, Mode, dann... Wenn du zu Fotos stehst, einfach so, weil dann kannst du über, kann man über mich über dich drüber schießen. Ganz einfach. Sylvain, ich kann das nicht, ohne Witz. Okay, dann gehst du nicht. Ich bin ja überfordert, wenn ich die zweite Taste drücken muss. Kann ich nur bestätigen. Und dann geh du nicht nach vorne, sondern schießt du über mich. Wartet bitte auf mich, ich hab keine Ahnung, wie ich hin muss. Da will ich nicht reinstehen. Ja, super. Ja, ja, toll. Toll. Kann mir mal jemand helfen? Ich hab kein Muni mehr. Da will ich nicht hin. Ja, geil. Oh, hier hat's ein verkohlter Mensch. Haben wir alles? Sind wir fertig? Haben wir uns alle geschminkt? Ich glaube nicht. Hey, jetzt ist Schluss mit lustig. Susi meint, von wo ist Mona? Auch aus Baden-Württemberg? Sie wohnt nicht so weit weg von mir. Vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Nur so. Ich find's voll schade, dass man nicht gleichzeitig auf Twitter und Facebook irgendwas schreiben kann. Du musst immer den gleichen Text nochmal für Facebook kopieren. Nee, du kannst den Text von Twitter auf Facebook, also einen Link reinsetzen. Ja, toll. Du bist so schlau. Lass mich. Danke, Silva. Oh, ich liebe diese. Mona spielt am liebsten mit der Uzi. Weil sie so viel Schuss abgibt in der Sekunde. Das? Ja, weil da wenigstens jemand treffen, weißt du? Da ich ja eh davor, dass das sein muss, nämlich mal die Schrot. Ne? Also Silvan, an der Stelle habe ich gelernt, einfach durchzurennen. Ja, ist auch am besten. Bam, 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 bam. Vorsicht, übrigens, jetzt kommt irgendwo da kommt. Wer hat gerade auf mich geschossen? ich weiß nicht. Die Bots sicherlich nicht. Es war Rocky. Ja, ich glaube auch. Wo rennen die da hinten eigentlich rum? Hier hin, wo ich bin. Scheiße, ich hab kein Muni mehr. Habe ich. So, ich war so frei und hab's auf Facebook auch noch gepostet. Was? Mona spielt. Ja, Mona spielt zockt. Jetzt Left 4 Dead. Können wir jetzt rein? Ja. Nee, wart mal noch eine Stunde. Halt mal die Fresse. Ich liebe dich auch. Was? Er liebt dich auch, oder was hat er gesagt, oder? Ja. Oh. Aber sieht dich nicht. Wie
Moderatoren greifen hier hart durch. Das sehe ich sonst gar nicht so viel. Aber finde ich gut. Volos, du siehst generell nie was. Silvan, muss ich dich heilen? Nee, ich bin ja noch grün. Schlecht, Silvan. Hä? Also, du warst gerade halt orange. Du sollst mich nicht schlecht machen. Und okay. Ich mach mal mein Handy nebenher ein bisschen. Da wird so wahrscheinlich jetzt gleich eine Witch kommen oder so. Oh, Pascal schaut zu und schreibt, ey, wie geht's? Ganz gut, danke der Nachfrage. Mein Handy hat mich aufgehängt. Oh, sorry. Toll, jetzt höre ich Skype nicht mehr. Mein Handy hat sich aufgehängt, GG. Ja, das tut's, wenn du in Reddit und sowas gleichzeitig drin bist. Also, toll! Skype ist die beste App, sehe ich schon. Also du darfst, wenn dann nur in WhatsApp. Nein, nicht mal das. Nicht mal WhatsApp. Während ich fahr. Du darfst nur in Skype sein. Und was mache ich jetzt, wenn es aufgehängt hat? Mein Handy durchstarten? Kann man das Ding hier mit von mir. Ja, danke. Toll! Ich freue mich! Was muss ich machen, wenn das passiert? Mein Akku raus. Ja, also hard reset. Was soll ein Dreck? Ich wusste ja, dass die Skype-App scheiße ist. Aber ja. So scheiße habe ich doch nicht gedacht. Ja, eigentlich benutzt die man ja auch nicht. Aber außer man kann sie. Okay. Awesome. Also ich heile mich jetzt. Ganz einfach. Könnte mir mal jemand helfen? Julia schreibt, Mona, ich glaube, du wolltest mir dein Popo zeigen. Kommentar. Mona sagt gar nichts. Wolltest du das? Was? Vergiss es. Oh, das war die Witch. Ich habe einfach auf irgendwas geschossen, aber die. Best of Best sagt, du kannst lauter sprechen. Warum kann ich denn nicht hoch? Guck mal. Was machst du denn? Ja, ich wollte die da haben. Best of Best sagt, du kannst lauter sprechen. Wie lauter sprechen? Soll ich so reden? Nein, bitte nicht. Joa, gerade zu dem roten Lichtlauf, aber das ist da irgendwie blöd gewesen. Oh, mein Handy wurde erkannt. Wow. Schlauer PC. Warum habe ich eigentlich so ein hässliches Gewehr? Was? Was hast du? Das habe ich nicht ausgewählt. Klar. Ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ich kann mit dem Ding ja nicht mehr umgehen. Dann hast du es versehentlich vorhin gemacht, wo du Munition aufsammeln wolltest. Bin ich eigentlich dumm oder so? Silvan, du musst gleich wieder auf Mona aufpassen. Ich muss mich kurz anrufen. Wenn du... Okay. Schon wieder. Ja, dann tappt's mich aber auch aus. Wobei, vielleicht kann ich auch beitreten. Eigentlich solltest du beitreten können. So? Ah. Ich kann mich dann durchquetschen, das wäre blöd. Okay, bin wieder da. Okay. Best of Best, man hört mich lauter Scheiße. Als dich, Schatz. Welches war da jetzt nochmal die gute Waffe? Vergiss einfach ja nicht. Ja, die M16. Die ist super. Leonidas, was ist das? Da. Hallo Leonidas. Das Laservisier da. Da hast du diesen Laserpunkt. Der bringt zwar recht wenig, aber. Doch, er macht, dass du ein bisschen genauer schießt. Also, dass du zielen kannst. Ja. Und du kannst genau sehen, wo du hinschießt. Und nicht
nur mit Faden. Ja, aber Silvan, wenn ich, Zack! Lauf von dem weg, bitte, Schatz. Ja, aber umgrad. Er ist schon tot.